schauen uns heute mit euch 1,5 Stunden den Elf on the Shelf Film an. Aber bevor wir loslegen, könnt ihr heute noch was richtig Geiles gewinnen. Als Hauptpreis könnt ihr eine volle Tüte von diesem Smith Toys gewinnen. Die Tüte ist richtig geil vollgestopft mit geilen Spielzeug. Alles, was ihr tun müsst, ist nur dieses Geschenk-Emoji zu finden. Wir haben heute in diesem Video wieder das Geschenk-Emoji mehrmals versteckt und ihr müsst jetzt die richtige Anzahl in die Kommentare schreiben. Wir können euch einen kleinen Tipp geben. Es sind mehr als 10 Geschenk-Emojis in diesem Video versteckt. Das ist aber richtig viel, ne? Ganz genau, Rosa. Deswegen gibt es auch noch einen zweiten Preis. Und zwar kriegt ihr eine persönliche Videobotschaft von Jim, Rosa, White und mir und natürlich Flexi. Also Leute, wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zählen und ich würde sagen, Film ab! Freunde, herzlich willkommen bei uns wieder. Guck mal, was wir gerade im Briefkasten gefunden haben. Wir waren den ganzen Tag nicht zu Hause und dann liegt ein USB-Stick da im Briefkasten. Und was steht da nochmal? Play me, mich abspielen. Den USB-Stick abspielen? Da ist irgendeine Datei drauf. Vielleicht von Squid Game aus der letzten Folge, weil wir gewonnen haben, Mann. Vielleicht die oder Einladung. Irgendwas Böses. Flexi, geh mal rein. Ist richtig kalt, oder? Auf geht's. Boah, kalt. Heftig, Mann. Dann lass uns das gleich mal anschauen, oder? Lass uns davor noch einen Tee machen. Es ist arschkalt draußen. Hört sich gut an. Wir kommen gerade echt auf der Kälte. Mein Bruder ist auch zu kalt. Hey, Cayman, hast du die Tür aufgelassen vom Gefrierschrank? Nein, Mann, habe ich nicht. Alter, mach doch die Suche, Mann. Das kostet Strom und Energie. Mach mal hier einen leckeren Tee für uns. Teekanne, Wasser rein, auf geht's. Und während Flexi Wasser reinlässt, dürft ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr im Winter auch gerne Tee trinkt. Ja oder nein? Na, ich hoffe doch, ja. Erst an. Und in der Zeit, wo das Wasser kocht, können wir jetzt den Film anschauen. Würde ich auch sagen. Let's go. Diese Vollidioten haben mich nicht entdeckt. Ich bin echt gespannt, was auf diesem Stick hier drauf ist. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Jetzt muss ich mich erstmal auf diesen blöden ewigen Eis befreien. Ich bin da schon seit einem Jahr in den Tiefkühler. Und hoppa. schön warm. Okay. Wow. Okay, hätte ich auch nicht gerechnet. Das Squid Game Datei. Okay, du hattest recht mit Squid Game. Sollen wir abspielen? Play! Auf geht's. Freispiele! Meine lieben Leute, ich möchte euch ganz klar sagen, dass es in der zweiten Staffel vom Tintenfischspiel um 100 Millionen... Ja, Mann! 100 Millionen, Flexi! Hast du das gehört? Wir können 100 Millionen gewinnen! Ja, das habe ich gehört, aber meine Haare, Mann! Ist doch egal! 100 Millionen, Flexi! Ja, 100 Millionen was? Ja, Euro wahrscheinlich, Steine, oder was? Steine! Keine Ahnung, Mann! Socken! Hey, egal! Und ich darf dir die Haare abspielen. Und wieso? Moment mal! Wieso war ich eigentlich schlecht im Spiel? Frontman hat gesagt, dass ich besser war und er lügt nicht, Mann! Das stimmt doch gar nicht! Ja, endlich bin ich frei! Kein Eis mehr! Und jetzt werde ich die zwei verfolgen! Mit meiner Magie! Ich war einfach tausendmal besser, ich hab mich besser versteckt, egal was, Mann. Da bin ich mir nicht so sicher, aber meine Haare, bist du wahnsinnig. Statistik, hallo! Cayman! Wir haben noch nicht mal ausgemacht, dass wir das auch wirklich machen. Doch. Ich meine, jetzt deine Haare. Nein! Let's go! So, Mann, hier ist die Schere, Flexi. Nein, lass mich erstmal meinen Tee trinken. Der ist doch jetzt fertig. Hä? Sich verarschen, Flexi? Was ist denn hier los? Warum ist das Wasser rot? Und warum ist der Deckel nicht zu? Ich hab den Deckel zugemacht, 100%! Guck mal hier, guck mal hier. Da ist alles nass! Da führt eine Spur entlang. Bis wohin? Bis zur Kante und dann? Krass, Alter. Toll, das kann ich alles putzen, Mann. Was ist denn das hast hier? Hast du schon einen Tee reingehauen oder warum ist der so rot? Wieso ist das rot? Wieso ist der Deckel? Was ist hier passiert, ich Mann? Ich bin kein Mann, auf gar keinen Fall. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf Tee, aber wenn ihr wisst, was da passiert ist, dann schreibt es mal jetzt in die Kommentare. Warum ist es rot und warum ist hier eine Spur voller was ist denn Wasser, das hier? Mann? Nichts mehr funktioniert, alles ist nass. Was machen wir jetzt? Ganz klar, Flexi. Deine Haare abschneiden. Nein, Mann! Dazu gehen wir am besten in den Garten. Oh Mann, sind die so dumm, ich hab die ganze Zeit hinter dir gezählt. ich werde den zwei zeigen, den Wichser. So, Flexi, setzen Sie sich mal hier beim Friseur einfach auf den Stuhl. Ja, schön, schön, sind schön. Sind Sie bereit? Ich kann immer noch nicht verstehen, warum ich verloren habe. Ich weiß es auch nicht, Flexi. Wie darf denn Ihr Haarschnitt sein? Ja, keine Ahnung, was Quidgern halt möchte. Einfach mal kurz schneiden, oder? Ja, lustig. Au, 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 au. Meine schöne Haare. Junge. Gib mal jetzt einen Daumen nach oben für meine Haare. Ja, mal gucken hier. Ein bisschen an der Seite. Die sind ziemlich lang, Freunde. Guckt euch das mal an, Flexi. Ich wollte doch endlich mal lange Haare Seite wachsen auf lassen. Auf jeden Fall so auf 2 mm. Bist du wahnsinnig, Mann? Hey, mach jetzt keinen Scheiß. Cayman.
so, Flexi. Halt, Cayman! Was ist? Die Locke bitte nicht! Die Locke? Nein, lassen. Die will ich lassen. Ja, alles die will ich lassen. Klar. Lieber woanders. Gut, lieber gut, woanders. Gut, gut. Mann, wie viele Haare muss ich eigentlich abschneiden? Weiß ich doch nicht, Flexi. Das hat er doch gar nicht gesagt. Wir sind doch schon längst fertig, gesagt, oder? Ich hab keine Ahnung. Wir haben doch jetzt die Challenge bestanden und fertig. Ich denke, ja, eine Million denk, Steine ja. Wahrscheinlich. Ja, geil. Nee, eine Million Euro immer noch. Cayman! 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 Da ist Elf und Flexi, Mann! Was laberst du? Hier ist kein Elf on the Shelf. Hier sind irgendwelche zwei Teddybären. Das musst du wohl verwechselt haben. Wie hast du die da hingestellt? Flex, ich glaube, die Kälte tut dir nicht gut. Lass uns mal wieder. Das reicht jetzt auch. Meine Haare sehen schauslich aus. Was siehst du hier wieder für Dinger, Mann? Ja, aber hast du die Teddybären da hingestellt? Ja, ich hab die da hingestellt. Hast du die da hingestellt? Weiß ich nicht. Ich kann sein, ja. Oder ja, okay, was? Dann habe ich nur verwechselt. Alles klar, okay. Toll, danke. Ich brauch Schokolade. Ich muss wieder groß werden. Ich muss lebendig werden. Wo gibt's hier Schokolade? Mach ihn weg! Mach ihn weg! Mach ihn weg! Mach ihn weg! Mach ihn doch weg! Mach ihn doch weg! Mach ihn weg! Mach ihn weg! Lass mich sofort los, du bist gemein! Nein, Mann, das machen wir natürlich nicht! Was willst du von uns? Wir schießen dich jetzt zum Mond! Sollen wir es wirklich machen? Ja, zum Mond! Alles klar, auf geht's! Was macht der? Guter Kick, Cayman! Nein, die Toilette! Im Klo sei gelandet. Freunde, da gehört Elf von der Shelf auch hin. Und solange er im Klo ist, können wir doch jetzt das Gewinnspiel auflösen. Gute Idee. Ihr hättet mich nicht einsperren dürfen. Ihr hättet mich nicht treten dürfen. Ich bin zurück. Größer denn je! Elf von der Shelf, das ist riesig! Was willst du von uns, Elf von der Shelf? Ich will euch einfach nur zur Schnecke machen. Oh nein, er hat ein Problem mit uns, Flexi. Ja, ach was, warum denn nur? Weil du ihn so riesig gekickt hast. Ja, das war unfair. Ihr hättet mich nicht treten dürfen, erstens, und zweitens nicht einsperren dürfen, sondern... Hey, 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 bleib stehen, bitte bleib stehen, stopp! Was? Warum? Sollt ich jetzt aufhören? Warum? Was hat er? Siehst du? Der Elf hört auf uns. Was, Flexi, auf geht's. Was ist? Ich bin hier, um euch zu verfolgen. Außerdem habt ihr mich jahrelang hier eingesperrt, okay? Ja, im Einfach jahrelang eingesperrt. Das war einfach nur noch traurig, Mann. Also erstens, wir waren es gar nicht. Das war Elsa. Zweitens, bist du immer böse an Weihnachten. Und drittens... Jetzt reicht! Ich bin hier. Ihr habt euch nicht einmal bei mir entschuldigt, dass ihr mich da jahrelang im Eisfach eingesperrt habt, ja? Ja, es tut uns leid. Wir haben es vergessen, dass du in dem Eisfach warst. Und außerdem war Weihnachten vorbei. Da haben wir einfach nicht mehr dran gedacht. Wir haben nur noch an die Sonne und an den Strand gedacht. Wie kann man mich im Eisfach vergessen? Und deswegen werde ich jetzt freitet! Wohin? Hoch, komm mit, komm! Ich werde euch knapsen. Hallo, Cayman, Lexi, ich weiß, dass ihr nicht irgendwo seid. Ja, kommt raus, kommt raus. Ha! Ich weiß, dass ihr oben seid. Ich hole euch, ich werde es kriegen, ihr Idioten. Und dann werde ich euch zur Sau machen, wenn nicht denn. Habt ihr das verstanden? Er ist hochgegangen, so ein Idiot. Krass, Flex, man, wer hätte das gedacht? Er ist jetzt einfach hochgegangen und macht da oben sein Ding, Alter. Wir haben ihn erstmal los. Was? Unten! Ich bin gar nicht hier! Ja, ich weiß, dass ihr unten seid! Wieder muss man kurz die Abmachung, bevor er von der Chef kommt. Ja, aber das Gewinnspiel dürfen wir auch nicht vergessen! Okay, alles klar, das präsentiert euch draußen. Bleibt dran, na schnell. Ja, du musst auch nicht kriegen, ich renn da weg. Ich bin Elf von der Chef! Elf von der Chef! Ja, wo seid ihr denn? Ich weiß, dass ihr seid. Ich weiß, dass ihr da! Was denn los? Wo sind wir denn jetzt hin? Hey, man, Sexy! Du müsst hier irgendwo sein! Ja! Oh! Hm? Wo sind die hin? Ich weiß es nicht. Aber was machen wir jetzt mit dem Elf, Cayman? Flexi, was ist? Wo ist der ganze Schnee hin? Was ist hier los? Was war? Hä?
Da war doch alles voller Schnee, Leute, ihr habt's gesehen. Wo ist der Schnee? Das kann doch nicht sein, Flexi, Mann. Wo ist der Schnee hin? Wo ist der Schnee? Ich wollte Schneeengel machen. Hier war doch alles voller Schnee, Cayman. Cayman, der ganze Schnee. Schnee, Alter. Ja. Leute, das kann doch nicht sein, Mann. Es war Schnee da vorhin. Da ist doch kein Schnee, das war die ganze Zeit voller Schnee. Willst du mich verarschen? Was ist das für ein krankes Wetter, Leute? So können wir keine Schneeengel machen und keinen Schneemann bauen. Hey, Leute, liegt bei euch Schnee? Bei uns lag Schnee. Jetzt ist er weg. Wie kann das sein? Gib mal jetzt einen Daumen nach oben dafür, dass bei euch Schnee liegt. Aber jetzt, weißt du, was das bedeutet? Wir müssen den Schneemann aus Matsch bauen. Nee, hier nicht mal aus Matsch. Aus Knete, aus Erde, Mann. Das kann doch nicht sein. Nee, wir oder? Gehen jetzt erstmal rein und wärmen wir uns auf. Wir müssen rein aufwärmen, Tee. Bei den kalten Wintertagen gibt es doch nichts Schöneres als eine lauwarme Tasse Tee. Und wenn es so kalt ist draußen, haben wir was richtig Krasses von Hasbro. Und zwar die neueste Beyblade Arena Surge mit einer elektronischen Drehscheibe. Perfekt für die kalten Wintertage. Eben, die kann man zusammen spielen mit deinem Freund, mit deiner Freundin. Es ist egal mit wem. Es ist so krass. Mit einer elektronischen Scheibe, das gab's noch nie. Heftig, Leute. Ist der Tee langsam jetzt fertig? Für euch, holt es euch. Überall, wo ihr den Laden findet. Ist der Tee fertig? Nee, Flexi, Mann, der braucht noch ein bisschen, ey. Der ist noch nicht fertig. Und welchen Geschmack willst du? Weiß ich nicht, ich trinke Vanille. Was trinkt ihr so gerne? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Ich weiß auch nicht, was ich trinke. Ich hab keine Ahnung, Leute, Mann. Aber es ist so arschkalt. Johannisbeere oder so? Was ist? Flexi, ich glaube, hier schneit's, Mann. Wie hier Oh, hier ist irgendwas. Aber es kann nicht sein in der Wohnung. Doch, guck doch mal, Flexi. Es schneit die ganze Zeit. In der Wohnung? Hey, wie kann das gehen? Meine? Es schneit in der Wohnung. Hä? In der Wohnung? Was geht jetzt? Guck dir das mal an. Hier ist alles voller Schnee, Flexi. Da mach ich Schneeball. Heftig. Aber Moment mal, wie kann es sein in der Wohnung? Haben wir ein Loch in der Decke, Mann? Es kann doch kein Loch in der Decke. Verstehe ich auch nicht, aber es schneit die ganze Zeit, Mann. Schneit, Leute, schneit's bei euch auch? Habt ihr auch ein undichtes Dach oder dann was? Gib mal jetzt einen Daumen nach oben. Was ist jetzt davon, wenn wir hier raus Schneemann bauen? Ein Schneemann? Ja. Aus dem Schnee. Heftig, Mann, hier aber die Frage ist ja eher, warum Schnee in unserem Hauptquartier ist. Ich hab keine Sag Ahnung. Sag mir doch mal, was hier los ist. Der Durst vergangen, Alter. Leute, vielleicht gehen wir mal raus und gucken, ob es draußen schneit. Irgendwo muss ein Loch sein. Es muss ein Loch sein. Wo ist das Loch? Ja. Oh mein Gott, Flexi, es schneit. Es schneit. Es schneit. Leute, wie geil ist das, Mann? Wir hatten richtig Glück. Oh mein Gott. Hey, Mann. Und du weißt doch, was ich Lust habe, Mann. Auf eine Schneeballschlacht oder einen Schneemann heftig, bauen. Mann, wie zur Weihnachtszeit. Das ist so krass. Das heißt, Januar, wir können ist so gleich kalt. Unseren echten Schneemann bauen. Den größten Schneemann auf ganz YouTube. Ich hoffe es. Geht mal jetzt geil. Einen Daumen nach oben und für den Schnee. Euch auch? Ah, was geht jetzt ab, Flexi? Was ist werden das? Wir abgeworfen mit Eiswürfeln? Das ist Frosty, der Schneemann. Frosty, der Schneemann. Und der wirft gar keinen echten Schneemann. Ja, wie der wirft das? Es ist kein Schneemann. Der Schneemann wirft keinen echten Schneemann. Aber wieso ist der hier bei uns? Was willst du von uns? Was willst du? Wir müssen rein. Schnee. Wie Schnee? Schnee? Hä? Wenn wir jetzt reingehen, Flex ist in der Marsch. Aber der ist doch hier. Frosty, was willst du von uns? Schnee. Oh mein Gott, Flexi. Was mach ich denn jetzt? Mann, heftig, Mann, der Typ ist so krank. Wenn er kommt, schneit es wirklich. Es wird eiskalt hier! Wir können da nicht reinpissen, Mann! Oh, hä? Was macht der? Der ist nicht mehr hier! Der ist im Hauptquartier, Freunde, seht ihr? Der ist drin im Hauptquartier! Frosty, der Snowman, der Schneemann! Schnell, 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 beeil dich! Was ist, wenn er hinter uns kommt? Oh mein Gott! Ah! Das ist Frosty! Was ist da? Helf mir mal, Flexi, da ist Frosty! Da ist der! Frosty, der Schneemann, oder? Das ist Olaf! Olaf oder Frosty? Jetzt in die Kopf! Ich weiß nicht! Und wir haben noch nicht mal einen Schneemann gebaut! So wahnsinnig. Wir gehen. Nein. Das ganze Hauptquartier ist minus 10 Grad dann. Wenn ein Schneemann in unserem Quartier ist, bist du wahnsinnig. Also die Tür geht auf. Was machst du denn? Ich hab was zugemacht. Frosty! Ja. Was willst du? Nee. Es schneit doch. Du hast es schneien lassen. Es gibt doch überall Schnee. Es ist doch Schnee. Ihr wolltet doch einen Schneemann bauen. Ja, jetzt ist doch überall Schnee. Woher weiß er das? Wohin denn? Hier ist ein Schneemann. Ja, aber das ist nicht den Schneemann, den wir bauen wollten. Komm mit. Hier ist ein Schneemann. Hilfe. Flexi, Mann, schnell, komm. Oh mein Gott, da ist Frosty, der Schneemann. Aber wie kommt der zu uns? Flexi, wir sind am Arsch. Es hat minus 10 oder minus 6 Grad draußen. Und überall schneit's, Mann. Was und bei uns ist ein Schneemann. Diese Kälte, ich kann sie nicht ertragen. Die ganze Folge ist an einem Tag entstanden. Mann, vorhin hat es nicht geschneit, jetzt kommt der, jetzt schneit. Das ist doch kein Zufall, Mann. Das kann doch nicht sein, oder? Und schreibt mal in die Kommentare, wieso dieser Schneemann jetzt auf einmal bei uns ist. Wir haben noch nicht mal einen gebaut. Wir haben noch keinen gebaut. Wir wollten einen bauen, aber so einen wollen wir gar nicht bauen. So Frosty Olaf abklatscht irgendwas. Nein, irgendwas macht er mit uns. Wir müssen jetzt wieder rein. Wir gehen vorne hin. Wir gehen vorne rein. Kommt mit. Hast du gehört? Komm mal mit. Der ist hier noch. Ja, war er doch. Schneemann? Frosty? Komm mal. Siehst du ihn, Flexi? Ich seh ihn. Oh da steht er. Wir müssen hier weg, Mann.
Der ist wahnsinnig, der ist verrückt. Der ist richtig krank. Der ist verrückt, der ist verrückt. Der ist verrückt. Der ist so richtig. Schnell weg. Schnell weg. Hey, Kevin, warte mal. Was ist denn? Schau doch mal auf die Überwachungskamera im Garten. Du hast recht, Mann. Da haben wir eine aufgebaut letztens erstmal. Extra wegen sowas. Noch schnell Ton an. Wo geht denn Ton? Wo ist Ton? Ton. Hier ist Ton. Schnee! Ihr wolltet doch Schnee! Da ist euer Schnee! Krasse Tja! Krasse Tja! Was wir! Kämen! Flexi! Krasse Gadui! Kuikali! Gakurika! Gakurika! Mossi dai quasi! Mossi dai tos! Schnee! Ja! Komm zurück, mein Schnee! Ja, ein Schneemann! Diesmal nicht gebaut, ein Schneemann auf der Welt alleine. Ich brauch euch nicht, ich bin da, ein Schneemann. Flexi, Mann, du hast gesehen, der betet da irgendwas an, Alter. Der macht ein Schneemann-Ritual. Was ist denn das für ein Schneemann? Der ist ja Psycho. Mit Schnee ein, der Schneemann ist böse. Jetzt weiß ich es. Der Schneemann ist böse. Ich, Alter, und er will was wir gesehen. Was tun. Oh mein Gott, was geht jetzt ab? Was machen wir jetzt? Ich hab keine Ahnung, Flexi. Wir gehen das jetzt heißt, rein. Er ist immer noch im Garten. Wir überraschen ihn. Komm, wir überraschen ihn. Wir überraschen ihn. Los, kommt mit, komm mit. Stopp. Nur für euch. Komm zurück. Ja. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, damit wir diesen Schneemann besiegen können. Was bringt denn gegen Schnee? Er muss raus aus dem Hauptquartier. Was bringt gegen Schneemann? Hitze. Wir brauchen was mit Hitze. Feuer. Können wir hier nicht machen im Haus. Nee, wir müssen die Heizung aufdrehen. Ich hab was. Aber wir kommen nicht. Die Heizung hin. Bringt nichts. Was dann? Ein Föhn. 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 Bleib so. Komm mit. Mein Gott, Freunde, Mann, da unten ist der Schneemann. Frosty! Flexi, kannst du dir das vorstellen? Hier ist der Föhn. Oh mein Gott, wir haben mega viel Richten. Der Witz ist, dann schmilzt der Schnee. Perfekt, Alter, gehen wir runter, mein Flexi. Oh mein Gott. Wir müssen uns irgendwo einstecken, Freunde. Da ist ein Stecker. Let's go! Angriff! Angriff! Zu kurz! Ist zu kurz! Was machen wir denn jetzt? Zu kurz! Nein! Schnee! Mein Schnee! Und Eis! So schön kalt! Ist eingesteckt, Freunde, Mann, wir sind bereit! Jetzt können wir angreifen! Auf geht's, oder? Bist du bereit? Ja, bin ich! 3, 2, 1, los! Ah! Nein! Nein! Hinterher, Flexi! Fuck! Wir kommen! Kämen! 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 Oh mein Gott! Kämen, er kommt! Steck den Föhn ein! Kämen! Kämen! Guck ihn an. Was ist das? Ist das Frosty? Ist das Olaf? Ist das ein Schneemann?
Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, Flex, das war eine sehr gute Idee. Was ist mit deiner Hand los? Er hat mich doch angefasst und da war es so eiskalt. Meine Hand ist gefroren. Oh mein Gott. Meine Hand ist gefroren, Digga. Habt ihr das gehört? Oh mein Gott, guck mal. Das klackt wie Eiszapfen. Ich bin Cam, Mann. Ich hab immer einen Plan. Ja, und der wäre? Ganz einfach, Mann. Ich habe einen Chip platziert, Flexi. Als du gekämpft hast gegen ihn und ich mit dem Föhn draufgehalten habe, habe ich ganz schnell einen Chip an seine Maske platziert. Einen Ortungschip? Ein Ortungschip, Freunde, damit Mann. Damit können wir den Schneemann orten. Ganz genau, Flexi. Deswegen brauchst du überhaupt nicht keinen Stress machen. Wir verfolgen den ganz gemütlich aus dem warmen Zuhause hier. Mach ich natürlich wieder zu. Und dann gehen wir auf die Jagd nach dem Schneemann. Weil ich habe keinen Bock, dass er uns zuerst findet. Wir greifen an. Wir sind aktiv. So ist viel gechillter. Und ihr gebt jetzt mal einen Daumen nach oben für diese krasse Idee mit dem Chip. Danke, danke, danke. Ihr dürft doch jetzt gerne noch abonnieren, denn abonnieren ist auf YouTube komplett kostenlos. Ihr zahlt dafür keinen einzigen Cent gratis. Und es kostet euch nichts, deswegen einfach mal auf Abonnieren klicken. Hier unten der rote Knopf. Abonniert ihn. Endlich wieder kalt. Beeil dich, Cayman! Ich bin doch schon dran, Flex! Beeil dich jetzt! Ich kann nicht schneller arbeiten! Was brauchst du denn so lange? Beeil dich, Cayman! Ich sehe gar nichts! Beeil dich, Cayman! Oh mein Gott! Wir haben Signal hergestellt! Freunde, guck mal! Könnt ihr das sehen? Der hier! Er bewegt sich! Der ist 230 Kilometer von uns entfernt! Dein Chip funktioniert! Alter, Flexi, er bewegt sich, Mann! Schau mal, er ist jetzt hier! Da unten! Oh mein Gott, Flexi, das heißt, wir müssen da sofort hingehen, Mann. Wir müssen sofort hingehen, ey. Ja, einfach so ohne Plan einfach da hingehen? Wir haben jetzt die Koordinaten. Wir okay, gehen halt sofort wir hin. Wissen jetzt, wo er ist. Aber wir können doch nicht einfach jetzt da so einfach hingehen. Du hast recht, aber wir müssen ihn besiegen, Mann. Ich habe keinen Bock mehr auf den Schneemann. Wir müssen ihn sofort besiegen, damit der Lexi... Wir fahren mit dem Auto hin, ja? Und dann schauen wir, was passiert. Haben wir irgendein Netz, irgendwas, wo wir ihn einsperren können, wenn wir ihn fassen? Nee, aber wir sind zu zweit und es ist immer der große Vorteil, wenn wir zu zweit sind, Mann. Wir können ihn dann überwältigen. 2 gegen 1 ist zwar nicht ganz fair, aber und du weißt, ein Schneemann, der schmilzt. Das heißt, wir nehmen unsere Feuerzeuge mit. Die Feuerzeuge nehmen wir schon mal mit. Das ist eine sehr, sehr gute Idee, Flexi. Und wenn wir ihn ins Auto kriegen, können wir die Autoheizung komplett aufdrehen. Dann verschmilzt er einfach. Das ist krass, ja! Perfekt, oder? Leute, und ich esse die Karotte dann von seiner Nase, weil die bleibt übrig. Let's go, Mann. Wir gehen jetzt auf die Jagd nach dem Schneemann. Hey, Mann, immer geradeaus. Immer geradeaus. Wann sind wir da? Das dauert doch ungefähr 14 Kilometer. Oh mein Gott, Freunde. Wir haben es gleich geschafft, ey. Perfekt. Mann. Der bewegt sich. Der bewegt sich. Immer geradeaus noch. Alles klar. Ich bin nicht in der Sicherheit. Hier ist alles so schön kalt. Niemand wird mich finden. Hier bin ich zu Hause. Oh mein Gott, Mann! Nur noch 3 Minuten, Cayman, dann sind wir da beim Schneemann! Okay, Mann, wenn diese Person hier vor uns schneller fahren würde, wären wir sogar in 1 Minute da. Jetzt, aber der fährt viel zu langsam, geradeaus, Leute! Reicht mir geradeaus! Oh mein Gott, okay! Wir sehen deutlich, Mann! Nein, die Diebe werden mich hier nicht finden. Ich bin ganz alleine! Was ist das? Ich spüre ein Summen. Ein Zucken. Was ist das hier? Ein Chip? Ein Chip? Oh, was wir? Wollt ihr kommen zu mir? Kommt nur her! Fuck! Was ist, Flexi, Mann? Das Signal ist weg! Laber doch kein Scheiß! Das Signal ist weg! Das Signal ist weg! Oh mein Gott, Mann, weißt du, was das bedeutet? Entweder ist er in der Tiefgarage oder hat den Chip gefunden und zerstört! Ich glaube, der hat ihn gefunden. Egal. Ist ein Schneemann doof? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Flex, aber das Gute ist, wir sind jetzt da, Mann. Wir fahren jetzt. Ja, sieh, Daniel, das war nur noch 1 Minute entfernt. Eine einzige Minute! Wir haben die Koordinaten, Flex, entspann dich. Wir sind gleich da. Aber wo? Niemand wird mich finden. Hier bin ich zu Hause. Oh mein Gott, Flexi, wir sind da. Hier drin muss er sein. Hier haben wir unser Signal verloren. Hat er sich hier versteckt, oder was? Hier haben wir unser Signal verloren. Sollen wir da sicher reinfahren? Ja, wir müssen rein. Wir haben gesagt, wir jagen ihn. Für euch gebt mal jetzt einen Daumen nach oben und ein Like. Okay, dann ziehen wir uns erstmal ein Ticket. Ich hab's voll. Hier ist es, Mann. Und jetzt rein. Irgendwo hier muss er sein. Du weißt, es ist ein Schneemann. Es muss kalt sein. Verdammt, hier ist es eiskalt. Man kann unser Atem sehen. Krank. Das ist krass, Mann. Der muss hier sein, hundertprozentig. Und hier ist das Signal verloren gegangen. Okay, wir suchen ihn. Wir jagen den jetzt hier, diesen Schneemann. Siehst du was, Flexi? Ich sehe doch gar nichts. Wo ist der? Leise sein, nicht, dass er sich abhaut. Der haut ab, Mann. Siehst du was, Flexi, Mann? Ich sehe gar nichts. Wo ist der hin auf einmal? Ich sehe auch nichts, Mann. Wo könnte der sein, Freunde? Habt ihr eine Idee? Wo ist der? Was ist da vorne? Oh mein Gott. Siehst du? Thomas, Licht aus. Alles Licht aus. Oh mein Gott, ich mache jetzt auch aus. Ja, du musst leise sein. Psst, da ist er. Seht ihr ihn? Könnt ihr ihn sehen? Oh mein Gott, da ist er. Oh mein Gott.
Es hat funktioniert! Oh mein Gott, der Schneemann hier unten! Gib mal jetzt ein Like! Guck mal, wie krank der läuft! Was ist mit dem? Ich komm, wir fahren hinterher schnell. Du hast ihn wahrscheinlich mit dem Föhn verletzt! Oh mein Gott, ey! Was machen wir jetzt? Ich hab keine Ahnung. Cayman, mach den Motor aus, der kann uns hören. Motor aus, Motor aus. Wir schieben, wir schieben, wir schieben. Diebe! Mein Schnee! Wir haben ihn gleich. Weiter, weiter, weiter. Mein Gott, wir sind so nah dran. Wir haben ihn gleich. Gleich wohnt er hier. Die Diebe, die dreckigen kleinen Diebe. Mann, wir müssen irgendwas machen, wir können doch nicht die ganze Zeit verfolgen. Doch, du weißt aber nicht, wohin geht, Mann. Steigen wir ein und überfahren ihn. Bist du wahnsinnig? Und dann bleibt eine Pfütze übrig. Schön raus. Eben, das geht nicht. Okay, was machen wir dann? Wir müssen ihn verfolgen und wissen, was er vorhat. Weißt du was, wir lassen das Auto stehen und greifen an auf drei. Auf einzeln? Ja, komm, jetzt komm. Drei, zwei, eins. Auf geht's. Was soll ich denn machen jetzt? Hinterher! Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Kann doch nicht sein! Wo ist er hin? Wo ist er? Ich hab's doch gerade gesehen. Der war noch hier. Frosty, der kann sich doch nicht in Wasser auflösen. Frosty! Obwohl, kann er sich in Wasser auflösen? Ja, ist auf jeden Fall weg, Leute. Was machen wir jetzt? Suchen. Dann kommen wir hier suchen. Das ist riesig. Frosty, Schneemann. Frosty, böser Schneemann. Olaf, bist du, Mann? Wo ist der? Frosty, der ist verschwunden. Nee. Frosty, Schneemann? Hä? Der kann überall sein. Habt ihr eine Idee, wo der ist, Leute? Ich hab keine Ahnung. Frosty! Vielleicht da drüben, komm mit! Mann, das kann doch echt nicht sein, Flex. Ich dachte, der sei hier. Hast du was gehört, Josh? Was? Hinter uns! Da ist er! Da ist er! Ja, ich weiß! Frosty, bleib stehen, Mann! Wo ist der? Hä? Hey, Leute, Flex, der war doch hier. War hier, wo ist der hin, Mann? Wo ist der hin jetzt? Leute, wenn ihr wisst, wo der ist, schreibt es mal sofort in die Kommentare. In die Kommentare, wir brauchen jetzt eure Hilfe, Detektive. Schreibt in die Kommentare, wo ist dieser Schneemann hin? Keine Ahnung, Flexi, der war doch hier, Mann, das kann doch nicht. Wo ist der? Der ist doch irgendwo hier verschwunden. Was? Die Tür! Die ist zu! Lass ihn sofort, die ist zu! Nein! Die ist zu! Die geht nicht mehr auf! Fuck, es ist komm, Mann! Die ist zu, schon mal! Leute, ist der hier reingegangen? Habt ihr gesehen, ob der hier reingegangen ist? Das kann nur sein. Die Tür war die ganze Zeit zu, dann war sie mal kurz offen. Wer soll da reingesehen? Wir müssen uns das Video angucken. Ihr habt sicher. Gebt mal jetzt ein Like dafür, wenn der Schneemann hier reingelaufen ist. Mann, das ist unsere einzige Chance. Wir haben es verpasst, Alter. Wir waren so knapp dran. Abonniert nochmal unseren Kanal. Weißt du, was geht jetzt hin, die Tür hin, Mann? Wir gehen ins Heim ins Hauptquartier und sprechen uns neu. Und den Chip hat er auch alle. Was machen wir jetzt? Let's go. Ciao, Freunde. Er ist abgehauen. Wir hatten ihn. Wir haben ihn verfolgt mit dem Auto. Wir haben ihn gecampt. Und wir hatten ihn fast. Aber er konnte entkommen, Leute. Klickt jetzt mal hier oben so drauf. Knapp, man klickt hier oben drauf auf die Folge. Es war so knapp, Mann. Auf jeden Fall, Frosty, der Schneemann, zu der Schneezeit ist einfach entwischt. Wir haben auch schon eine Kleinigkeit für euch vorbereitet. Und zwar dieses Wanted-Schild. Bam. Wenn ihr dieses Schild seht,
dann wisst ihr, ihr müsst, was wir schreiben und sagen, wo ihr den Schneemann gesehen habt. In die Kommentare. Wir hängen das Ding jetzt nämlich in ganz Stuttgart auf. Wir haben davon über 500 Stück, Leute. Und wenn ihr den Frosty seht, schreibt jetzt Frosty in die Kommentare. In die Kommentare und gebt ein Like nach oben. Like und abonnieren ist komplett kostenlos auf YouTube. Deswegen, Leute, smash den Like-Button. Und für uns ist nur wichtig, endlich Frosty den Schneemann zu finden. So, weil der hat uns richtig genervt seit die Tage, oder? Der Typ ist einfach nur ekelhaft, Mann. Der war hier, hat irgendwie irgendwas gemacht, hat uns gejagt. Es war eiskalt. Flexi, sein Arm ist fast abgefallen, so kalt ist der. Deswegen, also, Leute, so wie die Temperatur heute. Ich habe meine Jacke nämlich schon an, Flexi. Wir gehen raus und hängen jetzt die ganzen Zettel für euch auf, dass wir diesen Frosty endlich finden. Wir sind jetzt draußen und werden hier die ersten Wanted-Bilder von Frosty in Stuttgart aufhängen. Flexi, macht das wirklich gut fest. Wie gesagt, wenn ihr einen Hinweis habt, so sehen die Schilder aus. Guckt es euch nochmal genau an. So sieht Frosty aus, das ist ganz wichtig. Wanted, wir suchen ihn. Wo ist Frosty, der Schneemann? Die werden wir jetzt überall aufhängen. Weiter geht's. Weiter. Wir müssen auch unbedingt noch eins hin, Flexi. Das stimmt, da machen wir auch direkt eins hin. Zack, weiter zack, geht's. Nächste zack, Location. Flexi, hier muss auch noch eins hin. Perfekt, und die beleuchtet die Straßenlaterne. Das stimmt. Machen wir zack, zack. Und dann gehen wir gleich weiter zum See. Wo ist dieser Frosty, der Schneemann? Frosty? Hier müssen wir auch noch eins hin machen. Stimmt, zack, ja, Mann. Aber hier steht Enten füttern verboten. Der und ist doch eine Ente, Mann. Frosty füttern verboten. Wo habt ihr ihn gesehen? Dann schreibt es mal jetzt in die Kommentare und gebt einen Like. Flexi, erinnerst du dich noch an diesen Platz, was es hier sein könnte? Erinnerst du dich noch? Oh mein Gott, an dem See hier, da war ich im Karton eingesperrt. Oh mein Gott, lass dich mal kurz zurückerinnern. Krass war das, oder? Eine Zeit. Ja, weiter Mann, das geht's. War echt krass, Mann. Let's go. Okay, man, lass mal die ganze Wand voll machen. Wieso damit. Nicht, Mann? Schaden kann es nicht, Leute. Ja, aber ich weiß immer noch nicht, wo der ist. So, weißt du, was ich meine? Zack, eins. Gleich das nächste hier, Mann. Was geht? Wo ist Frosty, der Schneemann? Wir haben so viele übrig, Leute. Wie gesagt, wenn ihr das findet. Es gibt eine Was-Wir-Überraschung, wenn ihr das findet. Ohne Spaß. Genau, derjenige, der ihn findet in dieser Folge oder in Stuttgart, der kriegt echt eine fette Überraschung. Schreibt in die Kommentare und es gibt eine Was-Wir-Überraschung. Zeigen wir euch am Ende des Videos. Mehr. Irgendwo muss dieser Frosty-Schneemann sein. Drei Stück, noch eins. Komm, mehr. Wir haben schon fünf. Habt ihr schon fünf? Egal, noch eins. Jetzt muss es abgehen. Hier, wenn ihr diesen Schneemann findet, jetzt zu dieser Schneezeit, auf geht's. Und noch eins, das letzte auf jeden Fall. Zack, das müsste jetzt reichen. Zack. Tom, film mal rüber, wie viel das sind. Wie viel sind das? Das kann keiner von euch übersehen. Ich würde jetzt sagen, jetzt schmeißen wir noch bei den ganzen Nachbarn in der Nachbarschaft so ein paar Dinger rein. Bevor der wieder ins Hauptquartier zurückkommt, der war schon da. Komm mit. So, Flexi, Mann, das war's. Wir haben jetzt alle reingeteilt, einer reingeschickt und verteilt. Auch wenn dran schaut, bitte keine Werbung, haben wir es reingehauen. Ist ja auch keine Werbung, weil wir suchen immer noch Frosty, den Schneemann. Da geht's um Leben und Tod, Mann. Lass Flexi, ich würde sagen, wir gehen jetzt heim, Mann. Und warten auf die Anrufe, auf die Hinweise und schauen, wo dieser Frosty, der Schneemann ist. Das ist endlich wieder im Warm, Leute. Alle Zettel sind jetzt aufgehängt. Hier ruft jemand an, unbekannt. Okay, wer ist es? Sollen wir mal rangehen? Ja, geh ran. Hallo? Ja, hallo, hier ist Angelo. Angelo? Kurze Frage. Ja? Ja, hallo. Seid ihr diese echte Was Wir oder was? Wir sind ja, Was Wir, ja. Cameron und Flexi. Oha, nice, Alter. Krass. Wo hast du unsere Nummer her? Wir grüßen. Ja, Angelo, was geht? Wir grüßen dich. Ich hab euch gesehen an so Lampenmast. Lampenmast? An der Laterne! Den Zettel! Ja, genau. Und ich hab gedacht, hey, ich kenne euch doch. Und seid ihr die Echten, was ihr oder was? Ach, du rufst an wegen Frosty, wir sind die Echten. Ja, man kennt mich, die Flexi. Oha, heftig. Feuer euch hart, Alter. Krass, danke. Hast du den Schneemann gesehen? Ich hab schon viele Schneemann gesehen, aber ob das Frosty ist, weiß ich nicht, ich schwör. Keine Ahnung. Hatte der eine orangene Nase oder was? Wie sah der aus? Kannst du ihn beschreiben? Ich glaube, der hatte so blaue Nase. Blaue Nase? Nee, Frosty hat eine orangene Nase. Keine Ahnung.
Ah, Angelo, Angelo, Mann. Vielen, vielen Dank, dass du so aufmerksam gesehen hast. Und vielen Dank, dass du ein Fan von uns bist. Und vor allem, dass du gleich anrufst. Ich freue euch heftig. Danke. Danke, auf jeden Fall Grüße raus an Angelo, Mann. Fett. Angelo, Mann, wir bedanken uns. Wir würden sagen, wir halten die Leitung für weitere Anrufe frei. Falls unsere Fans, falls ihr irgendwas seht, ruft jetzt unbedingt an, Mann. Frosty, wir sind erreicht bei orangenen Nase. Was hier, beste Kanal, ich höre. Danke, Angelo. Danke, ciao, mach's gut, Angelo. Ciao. Ey, krass, Leute, es funktioniert. Vielen Dank an unsere Fan. Merkst du, wie stark unsere Community ist? Sehr gut. Deshalb gibt man jetzt noch einen richtig geilen Daumen nach oben auf dieses Video. Ey, ich freue mich auf mehr. Ich glaube, er hat den falschen Schneemann gesehen. Das ist das Problem. Frosty, orangen an. Da ruft der nächste an, Mann. Was geht denn jetzt ab? Miss? Hallo? Ja, hallo, hier ist der Thomas. Thomas, hallo, grüße dich. Hallo, sind Sie diese echten, was wir aus diesem YouTube? Ja, das sind wir, aber Thomas, ja, du brauchst uns nicht siezen, wir sind genauso alt wie du. Flexi, Thomas. Okay, super, ich wollte nur sagen, dass ich einen Schneemann gesehen habe auf dem Zettel. Also, ich habe einen Zettel gesehen und dann habe ich einen Schneemann auch gesehen und wollte ich nur mitteilen, gell? Wo haben Sie den gesehen? Das ist ganz wichtig, wo? Ja, der war so hinter einem Haus und so. Keine Ahnung mehr ganz genau. Haben Sie eine Straße? Gibt Abonnierstraße in der Schieß mich tot Straße. Haben Sie irgendwas? In der Steinbaumstraße, glaube ich. Okay. Steinbaumstraße? Aber der sagt hinter einem Haus, Mann. Aber es gibt viele Häuser. Wie sieht denn das Haus aus? Weiß, gelb, blau, rot, grün, mehrstöckig, einstöckig, Einfamilienhaus, Reihenhaus, Mittelhaus? Naja, es hatte ein Holzdach auf jeden Fall und die Fassade war eher so beigefarben. Okay. Thomas, eine Frage. Haben Sie uns schon abonniert? Was? Wir habe ich natürlich abonniert. Ja. Ich hoffe, ihr auch. Perfekt. Gefällt mir sehr gut, Ihr Kanal. Ich dachte nämlich schon, Sie sind kein Fan, aber sind offensichtlich ein Fan. Sie kennen uns, weil Sie uns siezen. Ein bisschen. Aber ich bin gerne geheimnisvoll. Okay. Thomas, vielen Dank für den Tipp. Wir setzen uns jetzt erstmal hin. Vielleicht ruft jemand anders noch an. Genau. Dankeschön. Danke, Thomas. Ciao. Machen Sie es gut. Tschüss. Okay, Holzdach hinterm Haus. Ja, aber der Schneemann ist irgendeinem hinterm Haus. Mhm. Aber vielleicht hat er das Haus nicht ganz gesehen. Aber es kann sein, dass er im Haus hier ist. Setzen wir uns erstmal hier zwischen Tür und Angel. Beeil dich doch jetzt, Mann. Bevor der nächste alles klar, Mann. Leute, wir warten auf den nächsten Anruf von euch. Wann klingelt unser Telefon endlich? So viele Fans und so viele Hinweise. Wer noch vom Teufel spricht? Der nächste. Oh mein Gott, ich bin gespannt. Hallo? Jo, Jungs, was geht ab? Ich hab gesehen, ihr sucht doch Frosty. Ich kann euch ja keine Hilfe sein. Aber was geht so bei euch? Wild? Bist du's? Wild! Warte mal, lass mich die Kamera anmachen. Unsere Fans wollen die sicherlich auch sehen. Und Lucky freut sich auch schon mega. Guck mal. Oh mein Gott, das ist Wild! Was geht ab? Du hast dich ja mega verändert. Muss sein. Der ist jetzt richtig erwachsen, der Dude, Alter. Richtig krasser Boy, Mann. Wie geht's dir? Folgen mit White, Jimmy und Rosa. Wieder zu uns. Ich vermisse euch schon richtig. Wann drehen wir wieder geist- und kranke Folgen und Challenges für den Waldkanal Kevin und Flexi? So sieht's aus, Leute, Mann. Ey, wir haben uns echt lange nicht mehr gesehen. Hammer. Wir werden irgendwann vorbeikommen. Hast du einen Hinweis, wo wir Frosty den Schneemann finden? Schneemann. Leider nicht, da muss ich euch leider enttäuschen. Kuss geht trotzdem raus auf dein Herz, Mann. Wir küssen dein Herz, Mann. Wir telefonieren nachher, okay? Wir müssen die Leitung frei halten für Fans, die Hinweise haben, weil wir haben hier einen ganz Stuttgart Zettel ausgehängt und unsere Fans geben uns Hinweise. Aber wir melden dich sofort. Geisteskrank, Jungs, macht weiter. Wenn ihr was braucht, ruft mich an, ich bin immer erreichbar. Bombe, Bruder, Bombe. Wenn wir mal Hilfe brauchen, wir rufen dich sofort an. Jim Rosa, Wild. Bis dann, Jim, Wild, Rosa. Grüße gehen raus. Hallo. Peace. Ciao, Mann. Geil, Alter, Wild hat angerufen. Der echte Wild. Krass ist es, erinnert ihr? Habt ihr euch gesehen, wie erwachsen der geworden ist? Ich war noch so klein und jetzt ist er so riesig. Sogar Lucky ist so mega hyped, Alter. Auf einmal Wild wieder am Start. Jetzt können wir nur. Aber jetzt echt, wir brauchen jetzt langsam richtige Hinweise. Komm, ruft an, Freunde, ruft an. Es klingelt, es muss klingeln, ey. Krass. Ey, es war echt. Der nächste Hinweis vielleicht. Geh ran, geh ran. Es klingelt, ey. Was geht ab? Hallo, wer ist da? Hey, hallo, hier ist der Fabian. Ich hab gesehen, dass der Frosty auf dem Weg zu euch ins Hauptquartier ist. Fabian, ganz ruhig, bist du dir da sicher? Also ich glaube ziemlich sicher, weil ich hab ihn gesehen und ich glaube, ihr solltet euch jetzt mal ein bisschen verstecken oder so, weil der kommt einfach. Ich hab's gesehen, was soll man machen? Es ist einfach so. Fabian, bist du dir ganz sicher, Fabian? Es ist hier kein Spaßanruf. Es ist kein Spaßanruf. Ich hab den Zettel gesehen und ich hab gedacht, wo war und sag's euch. Danke, Fabian. Das ist genau der Hinweis, den wir brauchen. Ich muss leider jetzt wieder auflegen. Fabian, bitte bleib noch kurz dran. Fabian! Na, nein, er hat aufgelegt, Mann. Verdammt. Aber weißt du, was er gesagt hat?
Frosty ist auf dem Weg zum Hauptquartier. Wir haben keine Zeit mehr, wir müssen ja alles dicht machen. Der kann in 5 Minuten hier sein. Ey, wir wissen, der kann doch jetzt schon da sein. Ey, wir müssen die Türen verbarrikadieren. Was hältst du davon? Ja, wir müssen alles hier dicht machen, sofort. Ihr braucht mich nicht suchen. Ich werde kommen. Habt ihr gesehen, wie verrückt er ist? Der zündet einfach unsere Flugblätter an. Was ist denn das für ein Dovi? Einfach zündet er das an, was wir extra ausgedruckt haben und aufgehängt haben. Zum Glück haben wir es extra in Schwarz-Weiß ausgedruckt und uns diese kleine Farbe gespart. Das stimmt. Aber jetzt wissen wir, wie er drauf ist. Richtig böse. Und er kommt jetzt hierher. Wir sollten deswegen keine Zeit verschwenden. Wir müssen uns aufteilen. Wir haben 2 Eingänge hier. Garteneingang und Haupteingang. Wir müssen uns aufteilen und beide verbarrikadieren. Stimmt, wir wissen ja nicht, von wo er kommt. Vom Garten oder von vorne. Was meint ihr? Was meint ihr? Garten 1, Garten 2, Garten. Schreibt jetzt 1 oder 2 in die Kommentare. 1 für Haupteingang, 2 für Garten. Und wo kommt der? Das ist 1 die Haupteingang, 2 Garten. Ich geh Garten, gehst du Haupteingang? Ja. Auf geht's. Ja. Mann, wie kann ich denn die Tür richtig gut zustellen? Ich brauche richtige Gewichte. Alles muss schwer sein. Zack, zack. Ist hier irgendwas drin? Oh, ein Riesenkarton, jawohl. Oh, zack, oh. Zack, ist hier noch so. Noch ein Karton, los geht's. Was ist hier noch? Oh, ein Stab, Mann, perfekt. So. Cameron, wie sieht's bei dir aus? Ich hab noch nicht mal angefangen, Flex. Ich suche noch irgendwas zum da vorstellen. Freunde, Mann, das könnten wir doch jeder vorstellen. Richtig schön verbarrikadieren. Hier alles da drauf. Das könnten wir noch mal hier richtig schön hoch, damit der nicht hier durchkommt. Hier eine White Columbia. Zack, Getränkedose. Ganz schön. So, Leute, Mann, das muss doch reichen. Flexi, Mann, ich bin soweit. Und du? Ich bin schon längst fertig. Ich habe eine richtig krasse Burg gebaut. Hier kommt niemand mehr durch. Sieht echt krass aus, Mann. Danke. Nichts zu danken, Flexi. Meine Kurve. Ah! Flexi, Mann, der ist da, der ist da. Guck, was ist denn, Kenner? Was ist denn, Flexi, Mann, da? Da ist doch niemand. Der war hier. Der war hier. Leute, ihr habt es gesehen. 100% habt ihr es gesehen. Wenn ihr ihn gesehen habt, lasst ein Like. Der Flexi, du musst. Da war niemand. Bitte, Flexi, glaub mir, der war hier. Bitte keine Mann. Pranks. Nicht in dieser Situation. Nein, der Doofi kommt gleich. Ist kein Prank. Da ist keiner. Ich habe ihn noch gesehen. Mann, ich muss wieder zurück zu meiner Position. Jetzt kommt er noch von Lass der anderen bitte Seite. Rein, ist hier, da ist niemand. Niemand. Du schaffst es. Machst hier gute Burg. Baust alles auf. Der kommt hier nicht rein. Okay? Schaffst du das? Was soll ich sagen, Mann? Der war hier. Gut. Alles klar. Natürlich war er hier. Ich gehe zurück. Mann, dieser Kerl. Der hätte mich doch echt fast verarscht, ey. Das gibt's. Ah, Moment mal. Da war doch nicht etwa. Mann, jetzt bilde ich mir diese Sachen auch schon ein. Kevin, halt die Stellung! Oh Gott, Leute, wo ist der hin? Ihr habt ihn noch eindeutig gesehen. Das kann doch nicht sein. Was ist, wenn er jetzt wiederkommt? Ja, Lucky, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr ihn gesehen habt. Lucky, ist ja alles gut. Ist da jemand, Lucky, oder was guckst du so? Leute, Mann. Ah! Da war was! Da ist doch jemand! Da ist doch jemand! Ah! Hallo! Leute, Mann, da war noch jemand. Wo ist der? Das kann doch nicht sein, ey. Irgendwas stimmt hier nicht, Mann. Flexi, Mann, der ist hier! Mann, was ist denn jetzt mit Cameron los? Ich kann ihn nicht allein lassen. Ich gehe jetzt rüber. Meine Burg hält hier auf jeden Fall. Cameron, was ist denn los, Mann? Mann, der ist was hier, ist Flexi. Der ist hier, Alter. Da ist niemand wieder! Schau doch mal selber nach! Weg damit jetzt! Das bist du verrückt, Alter! Da ist Mann, niemand! Sofort wieder dahin, ey! Wieso denn? Was ist denn überhaupt hier? Was ist denn das hier? Ja, da kommt der Klatsch. Und wieso sitzt du dann da unten auf dem Boden? Da ist nicht mal jemand! Das ist krank, Alter. Hast du wirklich den Schneemann gesehen? Frosty, den gesehen. Bösen Schneemann! Zeig's mal mit dem fetten Daumen. Dass du ihn gesehen hast. Also warte. Es schneit zwar, aber hier ist kein Mensch. Moment mal, wenn es schneit. Dann fängt es jetzt an. Er ist wirklich in der Nähe. Flexi, Mann. Wir haben keine Chance gegen ihn. Wenn der Schnee kommt, kommt auch Frosty. Ja, Lucky. Aber wir haben doch alles gut gesichert. Ja, Lucky, da ist niemand. Tja, ihr habt gedacht, ihr könnt euch gut verstecken. Ihr dachte, ihr habt alles schön barrikadiert. Ja? Nicht spielen mit Feuer! Nein!
einfach nachmachen. Wir wissen, dass du vor Feuer Angst hast. Bleib stehen. Hast du irgendwas zu sagen? Lass das Feuer aus. Lass es aus. Aber komm keinen Schritt näher. Bleib stehen, das Feuer kommt sofort wieder. Ich hab guten Grund hier zu sein. Und wer echt? Ihr seid gemein gewesen zu allen Schneemännern. Stimmt doch gar nicht. Ihr seid doch genauso wie die ganzen anderen Kinder. Was meinst du? Ah, ihr baut einen Schneemann und dann macht ihr ihn wieder kaputt. Stimmt doch gar nicht. Wir haben noch nie einen Schneemann kaputt gemacht. Wir haben noch keinen gebaut. Das stimmt nicht. Es lag nicht mal Schnee dieses Jahr. Ich wollte das ja ändern. Aber... Warte mal kurz, okay? Flexi, lass ihn uns doch überwältigen, Mann. Der ist jetzt ganz allein im Geschäft. Wo ist der da? Auf drei. Noch einmal Feuer und dann los. Kein Feuer. Auf drei. Okay. Zwei. Eins. Ah! Feuer! Ah! Feuer! Ah! Feuer! Ah! Feuer! Ah! Kennt die Flexi nicht? Hey! Komm hier fest! Hey, Mann! Wie ist die überhaupt jetzt hier reingekommen? Wir haben doch alles gesichert hier. Wisst ihr, wie Frosty ins Hauptquartier gekommen ist? Schreibt es mal in die Kommentare. Frosty, wie bist du hier reingekommen? Ah, das verrate ich nicht. Aber ihr habt es doch bestimmt gesehen. Bitte schreibt es in die Kommentare. Frosty, wir haben dir, wir werden ihm jetzt gleich die Maske abziehen, oder? So, dann bleibt auf jeden Fall dran und gibt mal ein Like und einen Daumen nach oben, wenn wir die Maske abziehen. Und damit wir das machen, Leute, machen wir das jetzt einfach. Sollen wir es machen? Nein! Was? Nein! Bist du bereit? Nein. Seid ihr bereit, Freunde? Oh mein Gott. Bitte nicht. Nein! Oh mein Gott! Was geht jetzt ab? Siehst du das, was ich sehe? Ich sehe, was du siehst, mein Frosty. Guck ihn dir an. Nee, das glaube ich alles nicht. Mal, der blutet ja aus. Ja, aber. Jetzt kennt ihr mein Geheimnis! Leute, wir haben seine Maske abgezogen. Das war, glaube ich, ein Fehler. Wir haben das schon öfters gemacht, aber sowas habe ich ja noch nie gesehen. Oh mein Gott, Leute, Mann, ich glaube, wir ziehen die Maske lieber auf, oder? Das erste Mal, wo ich das sage, zieh die Maske wieder auf, Frosty. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Auf ganz YouTube Deutschland, Leute, guckt ihn euch an, ey. Und seid ihr zufrieden? Alter, Flexi, Mann, sowas dürfen wir nicht auf die Straße lassen, Mann. Hast du das gesehen? Ey, Freunde, das ist viel zu krass, was du da hast. Sowas habe ich noch nie gesehen. Heftig, Mann, Flexi, wir müssen irgendwas dagegen unternehmen. Wir werden dich vernichten. Nein, ihr kennt jetzt mein Geheimnis, aber es wird euch nichts helfen. Ihr versteht doch gar nicht, was ihr gesehen habt. Das, was wir gesehen haben, reicht uns schon, Freunde. Das war echt krank, Mann. Niemals, niemals nochmal sowas, niemals. Diese Abgründe versteht ihr nicht und werdet es nie verstehen. Ihr seid nur Leute, die Schneemänner bauen und dann vernichten. Ihr habt nie verstanden, was dahinter eigentlich steckt. Hinter deiner Maske steckt wahrer Hass. Leute, das dürfen wir nicht auf die Schlitten. Nein! Psycho. Wir müssen das irgendwie vernichten. Guck dir an. Nee. Das geht auf keinen Fall. Flexi, hab eine Idee, Mann. Heißes Wasser über den Schlitten. Dann ist er weg. Schnee schmilzt bei heißem Wasser. Fertig. Heißes auch er? Wasser. Guck mal. Denkst du auch er? Schaut dir schon wieder an. Heißes Wasser. Gefällt dir das? Nein! Nicht? Uns gefällt es. Und was ist dann mit dem, was ihr gesehen habt? Das ist dann frei. Das ist dann für immer weg, hoffen wir. Was wollt ihr glauben? Ist es frei oder ist es weg? Es ist weg. Ich hab schon vergessen. Es ist schon lange aus meinem Kopf raus. Ist es weg oder frei? Schreibt jetzt frei oder weg in die Kommentare. Ja, wir holen heißes Wasser auf dich. Du bleibst hier, Frosty. Junge, Junge, heißes Wasser ist echt die beste Idee, Leute. Ja, Mann. Oh mein Gott, es geht bei dir ab. Ey, beeil dich, bevor sie befreit oder so. Komm zurück! Komm zurück! Nicht heißes Wasser! Nein! Nicht heißes Wasser! Es ist heiße Wasser! Bist du bereit? Weg damit! Bist du bereit, Flexi? Ja, bin ich! Okay, auf drei bist du immer vernichtet, Frosty! Eins, zwei, drei! Oh mein Gott! Okay. Es funktioniert! Es hat geklappt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Frosty ist nur noch mit dem Wasser! Er schmilzt nicht! Frosty? Ah. Oh mein Gott! Frosty ist echt nur Wasser, Leute! Und jetzt, was bringt's euch? Jetzt bin ich kein Schneemann mehr! Hast du das gehört, Flexi, Mann? Ja. Da ist irgendwo... Der Grinch ist da! Da kommt jemand! Der Grinch ist jetzt schon da! Jetzt schon! Auf geht's, Flexi! Warte doch, Mann!
Mann, was das ist? Das geht jetzt nicht! Warum? Du kannst doch nicht einfach rausgehen! Doch, da ist der Grinch! Ja eben! Einfach unbewaffnet, das geht doch nicht! Du hast recht, Leute! Wir wissen, das ist der Grinch und der ist böse! Wir müssen uns bewaffnen und verteidigen, Mann! Eben, irgendwie! Was könnten wir wissen, dass er hier ist! Er ist und von hier draußen! Hier draußen Leute, ist Leute, kommt mit, Mann! Kommt, das ist das ganze Spielzeug, mit dem wir uns verteidigen können! Und was ist da alles drin? Schauen wir mal rein! Hier ist ein komplett brandneues Star Wars Force X6, das ist der Laserschwert! Das Laserschwert! Hier ist noch ein ganzes Star Wars Head! Boba Fett! Der bringt es aber nicht! Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Der Nerf-Granat-Launcher, Alter! Nerf GL mit Riesendart! So ein Nerf-Blaster hab ich noch nie gesehen, den kriegst du, Mann! Was oh mein Gott! Elsa, die singende Elsa! Oh mein Gott! Alle von Hospo warten! Damit gehen wir raus, Alter! Ey, damit! Ey! Auf Grinch ist am Ende! Okay, auf geht's, Mann! Auf geht's! Wir müssen aufpassen! Mit dem Rocket-Launcher von Fortnite und Hasbro haben wir richtige Chancen, Mann! Okay, bist du bereit? Bin bereit, Flexi! Kevin, bist du bereit? Ich bin bereit! Mit und? Diesem Blaster! Auf jeden Fall! Da ist kein Grinch! Wie, da ist kein Grinch? Grinch! Alles umsonst! Hier ist echt kein Grinch, Mann! Oh, Grinch. Guck mal! Da ist doch irgendwas! Oh mein Gott! Was ist das? Hör mal! Da ist was drin! Da lebt jemand! Da ist jemand! Oh mein Gott, was machen wir? Alter, oh mein Gott, Flex, ich bin so gespannt, was jetzt hier drin was ist. Was ist da drin? Hallo, ihr Mongos! Was? Hast du das gehört, Mann? Alter, oh mein Gott! Zumachen, zumachen! Oh mein Gott, was geht hier ab, Flexi? Wer hat denn uns geschickt? Alter, Junge, da und ist was Lebendiges drin, Freunde. Der Grinch hat den uns geschickt, der Grinch! Oh mein Gott, Leute, ich der weiß war doch hier! Leute, man hol ihn mal was raus, wir jetzt nicht doch, raus. Ihr wollt doch sicher sehen, wer hier drin ist, Mann. Da gibt man jetzt ein Like und richtig krass Kommentare. Was ist da drin? Was auf ist geht's, da drin? Auf geht's, Flex, ich mach rauf und du holst ihn raus. Okay. Au! Alter, was geht hier ab? Was warte, ist der Tom-Film meine rein? Hand, meine Hand! Was ist da drin? Ah! Ihr habt ihn gesehen! Was soll ich denn da hier? Was machen wir jetzt? Hör doch auf jetzt, Mann! Lass ihn doch lieber da drin, Mann! Ist es doch viel besser, als wenn wir ihn freilassen würden. Aber der Grinch hat ihn uns geschickt, der Grinch, Mann. Okay, mach mal auf. Mach mal auf und frag ihn, was er von uns will. Okay. Was willst du von uns? Damit ich dich vernichten kann, Flössi. Alter, mach ihn rein, mach ihn rein. Oh mein Gott, Alter, gib mir die Schuhe. Oh mein Gott, ist das heftig. Junge, der will nur dich, Alter, der will nur dich. Wieso mich, Mann? Alter, wir lassen dich auf gar keinen Fall raus, falls du uns hörst, Huggy Wuggy Man. Der will nur was Böses von uns. Nein, ich hab eine Überraschung für uns. Der hat eine Überraschung für uns, Mann. Eine Überraschung? Ey, hol ihn raus. Soll ich ihn rausholen? Hol ihn raus. Eine Überraschung? Oder wieder verarschen. Halt! Was? Ich weiß nicht, es ist Weihnachten, vielleicht ist es ein Geschenk. Ich weiß nicht. Okay, komm, egal, Flexi, hol ihn raus. Es ist ein Geschenk, es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk vielleicht, oder? Schaut euch das an. Das war meine Überraschung und unser Geschenk. Der hat uns verarscht, du hattest recht. Das war... Leute, gebt mal jetzt ein Like. Gebt jetzt ein Like, Mann. Hey. Flexi, Mann, wir müssen den wegschalten. Das ist eine Gefahr für die Gesellschaft. Was machen wir jetzt? Wir müssen ihn runter in unseren Gruselkeller sperren. Du hast recht, wir sperren ihn ein und das im Keller! Ey, lass sofort wir sperren runter. Ihn komplett mit dem ganzen Sack ein, los! Hast du noch was zu sagen, Hagi? Nein! Dann mach die Tür auf, Cayman! Und rein damit! Oh, weg mit dir! Weg! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wir haben... Halt! Junge, ist sie krank, Alter! Hör mal auf da drin, ey! Du bist ein Psychopath! Aber das ist die Metalltür, das heißt, da passiert nichts. Der kommt nie wieder raus. Nie wieder kommt Hagi Wacki da raus aus diesem Keller. Den lassen wir da für immer drin. Der Keller bleibt für immer verschlossen! Ah, ihr seid am Arsch! Ich werde euch vernichten, Cayman. Flexi, du wirst dran glauben, du hättest mein Freund Elf und der Chef nicht 2 Jahre lang einsperren dürfen und ihn besiegen. Jetzt seid ihr dran.
Aber was machen wir jetzt? Wir haben Haki Waki im Keller eingesperrt und jetzt? Der Typ ist da der unten. Der kann nicht für immer bleiben. Ich hab keine Ahnung, was der da machen will, Mann, Alter. Der kann nicht für immer bleiben. Vor allem, wir können nicht so einen Teufel hier in unserem Haus behalten. Das geht nicht. Überlegt dir mal, Leute, man, habt ihr eine Idee, was wir machen könnten mit Haki Waki? Dann schreibt es jetzt in die Kommentare und gebt ein Like. Aber ja, was sollen wir jetzt wirklich machen? Haki Waki ist da. Und jetzt? Ich hab keinen Plan, Flexi. Flexi, ich hab's. Lass uns doch oben mal PC nachgucken. Wo die Schwachstelle ist. Let's go. Alles klar, Flexi, suchen wir gleich mal nach Haki Waki und gucken, ob wir was finden. Oh mein Gott, schau mal hier, wir haben perfekte Bilder von ihm. Weißt du was, Flexi, ich projiziere dich gleich mal hier oben drauf und dann können wir auf jeden Fall nach Hinweisen auf den Bildern suchen. Was hältst du davon? Hier, schau mal, was hat er da? Das ist irgendwas Schwarzes. Könnt ihr das gut sehen, Freunde? Das könnte eine Schwachstelle sein, oder? Hier mit der Nadel durch, wie bei einer Voodoo-Puppe, was meinst du? Aber du hast recht, der Mund ist auch sehr angreifbar, oder? Sieht aus wie eine Luftschlange, wie so ein Luftballon. Die können wir einfach zerplatzen mit einer Nadel. Gucken wir mal weiter, okay? Okay, weiter. Hier sieht man nichts, das ist nur ein Comic. Auch? Oh mein Gott, hier, perfekt. Das ist echt. Das ist ein Bild aus einem echten Video, oder was? Hä? Aber wie gesagt, mit der Nadel könntest du einfach hier zerplatzen lassen. Was meinst du, Flexi? Können wir das mal probieren? Es kommt irgendwie drauf raus, dass die Lippen. Es sind die Lippen. Überall kommen die Lippen raus. Es sind nur die Lippen. Er hat krasse Augen, Zähne. Sehr, sehr gefährlich. Und schau mal, hier fehlt die Hände. Die Hände sind krass eben. Die Hände sind auch krass. Aber die Lippen sind so groß und Auffallohr. Mach jetzt keine Angst. Ich dachte schon, der echte Haki Waki ist bei uns wieder. Gucken wir nochmal. Wow. Der ist so unten im Keller, Mann, der ist unten im Keller bei uns eingesperrt. Was geht hier? Guck mal hier. Ja, der ist genau wie bei uns eingesperrt. Aber genau die Lippen, die meinte ich. Hier, die Lippen, ich glaube, das ist die Angriffsbasis, wo man Haki Waki besiegen kann. Du hast recht, schau mal, was wir noch für Informationen. Die Lippen, die Lippen, die Lippen. Guck mal hier, wenn du ihm in die Augen schaust, dann wird irgendetwas passieren in dem Hab ich dir gesagt, die Augen sind aggressiv und böse. Und hier, voller reicher Lippen, wenn du diese übersetzt... Die Lippen, ich hab... Aber das sieht man auch einfach direkt bei diesen ganzen Bildern. Hier auch es sind die Lippen. Hier auch. Hier steht Evil oder. Das heißt Teufel oder nicht. Ist es ein Teufel oder nicht? Wir wissen es nicht. Oh, mehr. Das ist eine gute Frage, Mann. Krass. Und hier können wir mal durchlesen, wie alt der ist und alles. Schaut euch das mal an. 2016. Alle Informationen darüber. Das ist so krass. Die Personalität. Super. Er ist eigentlich ein netter Mensch, aber er wurde verletzt von Kissimissi und dadurch ist er böse geworden. Es sind wieder immer nur die gleichen Probleme, Flexi. Das stimmt. Und jetzt ist die Weihnachtszeit. Aber wir wissen jetzt die Lippen. Und wir haben Haki Waki in unserem eigenen Keller im Hauptquartier eingesperrt. Sollen wir mal kurz nachschauen, wie es ihm geht? Das schauen wir jetzt. Okay. Weil wir wissen, die Lippen ist der Schwachpunkt. Aber der Schwachpunkt. Geh doch auf. Warum gehst du nicht auf? Warum bin ich nur so klein? Was soll der Scheiß? Warum ist diese Tier eine Panzertier? Lasst mich sofort hier raus! Ich raste sonst aus! Lasst mich raus! Bevor wir jetzt aber runtergehen zu Haki Waki, Freunde, brauchen wir noch ganz, ganz spitze Nadeln, damit wir seine Lippen aufstechen können, Freunde. So sieht das Ganze aus. Flexi, hier nehmen auch einen und dann gehen wir schnell runter. Haki Waki, Haki Waki, wir kennen deine Schwachstelle. Ich glaube nicht. Doch natürlich kennen wir sie, hundertprozentig. So. Ja, dann verratet mir doch mal meine Schwachstelle. Deine Lippen, Mann. Tack, tack, tack. Wir haben auch eine Nadel da, mit der pieksen wir deine Lippen auf. Hallo? Haki Waki, deine Lippen. Warum antwortet der nicht mehr, Flexi? Stimmt doch irgendwas nicht. Ich glaube, der hat Angst, Mann. Wir haben recht mit den Lippen und mit der Nadel. Damit ist die Schwachstelle von Haki Waki. Das heißt, wir gehen jetzt rein, poppen seine Nagel. Deswegen auch Poppy Playtime, Mann. Poppy Playtime, vielleicht? Wir poppen seine Diese Lippen sind einfach die Schwachstelle und das heißt, er antwortet nicht mehr. Er hat Angst. Jetzt hat er Freunde, Angst. Davor hatten wir Angst. Sollen wir reingehen? Er zeigt es jetzt mal mit einem Like. Und schreibt jetzt in die Kommentare rein. R-E-I-N. Bam. Okay, dann gehen wir jetzt rein. Warten wir 5 Sekunden, bis ihr alle geschrieben habt. Okay. 5, 4, 3, 2. Mit der Nadel. Rein. Und da rein. Okay, Leute, seid ihr bereit? Let's go, Flexi, und go! Haki Waki! Ich bin Nummer 7. Ich bin zurück. Ich werde Kinder und Flexi vernichten.
zurück bei Was Wir und in der letzten Folge habt ihr sicherlich gesehen, dass der Game Master einfach abgehauen ist aus unserem Hauptquartier hier, Mann. Erst hat er mich entführt und dann ist Game Master einfach abgehauen. Und wisst ihr, was noch viel schlimmer ist? Seitdem haben alle von euch, also wirklich ungelogen, 99% Mädchen in die Kommentare geschrieben, Mann. Flexi, was kann das bedeuten? Mädchen? Was meint ihr mit Mädchen? Mädchen, Game Master Mädchen ist doch ein Mädchen. Ist der Game Master ein Mädchen? Nein, ist er nicht. Mädchen, Mann. Das einzige Mädchen, das ich kenne, sind Jim Rosa und Wild, Mann. Das ist ein richtiges Mädchen. Es könnte sein Game Master sein Mädchen. Game Master Mädchen? Aber, hä? Game Master hat sich doch getrennt. Vor ein paar Jahren war ich doch in China und habe gegen Game Master gekämpft. Und da kam auch ein Mädchen, Mädchen Nummer 7. Hey, die ist aber so lange nicht mehr hier gewesen, als ob die jetzt wieder auftaucht, einfach aus dem Nichts. Und vor allem, dass sie hierher fliegt, Mann, das macht doch gar keinen Sinn, oder? Glaube ich nicht, Mann. Hey, was denn, Mann? Das kann doch nicht sein. Leute, lasst es uns in die Kommentare wissen. Schreibt sie in die Kommentare und lasst mal jetzt einen Daumen nach oben dafür, dieses krasse Video hier, was wir hier gerade starten. Ein Geschenk für Kenne Flexi. Flexi-Mann, wer klingelt denn um 3 Uhr nachts? Das muss doch das Mädchen sein! Oder ist Game Master wieder zurück? Das kann doch nicht sein. Postbote ist es nicht. Die haben doch nicht um 3 Uhr nachts offen, Mann. Wir müssen nachschauen. Auf gar keinen Fall, Mann. Bevor wir nachschauen gehen, haben wir auf unserem Kanal Cameron und Flexi ein Happy Meal geöffnet und gekauft, Mann. Von Mami Longlegs! Schaut euch das an und kriegt die da oben drauf, Flexi, Mann. Das war so krass, Mann. So krasse Sachen beim Happy Meal. Keine Burger. Flexi, aber jetzt müssen wir zur Tür. Krass. Wir müssen zur Tür rennen. Wir gehen jetzt zur Tür. Gib den Daumen nach oben. Nur mit euch. Flexi-Mann, das kann nicht sein. Nachbarn! Was? Was? Nein! Oh mein Gott, nein! Oh mein Gott, Flexi, Mann! Da ist irgendwas! Was denn? In der Box oder was? Ah! Oh mein Gott! Das Handy! Was steht da? Mädchen Nummer 7! Mädchen Nummer 7! Soll ich rangehen? Geh ran, geh ran, geh ran! Soll ich rangehen? Unbedingt, Mann, geh ran! Okay! Spannend! Oh mein Gott! Hallo? Ich bin Nummer 7! Mädchen Nummer 7! Leute, ihr hattet recht! Mädchen Nummer 7 verfolgt uns! Es gibt sie! Wo ist sie denn? Sie ist echt! Sie ist echt! Guck mal, das ist Nummer 7! Was willst du von uns? Den Game Master schicken! Oh mein Gott! Der Game Master schickt! Alter! Der echte Game Master schickt! Der erste Mann! Alter! Und warum? Warum? Die Spiele beginnen! Wie bei Squid Game, das Spiel Alter, beginnt! Was geht jetzt ab? Was machen wir jetzt? Wir fragen an dich! Was machen wir jetzt? Machst du 7 an? Komm mal! Welche Spiele? Welche Nummer Spiele? Sieben? Was willst du spielen? Hallo Nummer 7! Was ist denn jetzt hier los mit Nummer 7? Das kann doch nicht wahr sein! Was ist jetzt los? Hier passiert nichts mehr! Das Spiel beginnt. Ja, aber welches Spiel? Was sind denn das für Psychospiele? Welches Spiel beginnt? Was ist denn da? Was ist denn da? Warum legt ihr es auf? Was ist denn da? Aber welches Spiel? Hasbro, weg die Beyblade Arena, Mann, von Hasbro. Wo ist sie? Hier ist die Arena. Die Arena Quad Drive, die beste Arena, die es gibt auf der Welt. Aber welches Spiel beginnt? Ich hab keine Ahnung, Leute. Schreibt sie mal bitte in die Kommentare. Gibt's ein Turnier oder was? Ich verstehe doch gar nichts mehr. Nummer 7, wo ist sie? Das Spiel beginnt, aber welches Spiel? Wenn ihr wisst, welches Spiel jetzt beginnt, dann schreibt es mal jetzt in die Kommentare und gebt einen Daumen nach oben. Ihr wisst, ihr könnt immer noch die Arena von Hasbro gewinnen. Aber welches Spiel, was machen wir jetzt? Ich bin da! Es kann doch nicht sein, dass Nummer 7 anruft! Ich verstehe das nicht! Ah! Da ist sie! Was willst du von uns? Was ist denn? Ihr seid am Arsch! Was? Was machen wir denn jetzt? Ist hier am Hauptquartier? Wir sind am Arsch! Nein, wir brauchen Alter! Hey. Ja, wohin denn? Oh mein Gott, wir können nicht weiter hoch, Mann! Wir sind schon hier oben am Dach, Mann! Was machen wir jetzt? Die Tür! Oh mein Gott, schließ doch zu! Schließ zu, Mann! Hier! Wir schließen zu! Oh Gott sei Dank! Abgeschlossen! Ja, abgeschlossen! Aber wie ist sie so schnell hierher gekommen? Auf einmal war sie, sie ruft an und jetzt ist Nummer 7 hier vom Game Master! Sieh, Mann, wir müssen abwarten, was sie abgeht! Hier ist zu, Mann! Gott sei Dank! Ist zu! Wir haben abgeschlossen! Lass ich mal durchgucken! Ist da? Ich sehe nichts, Mann!
sind gar nichts. Heftig, lass mich kurz durchatmen, okay? Ja, wir haben abgeschlossen, wir sind sicher. Ich weiß, dass ihr da seid. Es war vor 3 Jahren genauso. Nummer 7 ist so stark. Weißt du was, Franz? Nummer 7 hatte damals einen Chip und die wurde vom Chip gesteuert. Ich weiß nicht, ob ihr das Video noch kennt. Da gibt es irgendwo ein Video auf unserem Kanal. Da gibt ihr ein Mädchen Nummer 7 und dann findet ihr das. Da hatte die einen Chip hier vom TM5, eine TM5, ein richtiger Brocken, die damals neueste Generation. Mittlerweile gibt es den TM14, Mann. Der ist viel kleiner. 9 Dinger weiter. Der ist winzig. 5 und 14 nehmen wir Oh mein Gott. Und die TM-Serie, die ist krank. Und Game Master entwickelt sich auch weiter. Der wird immer krasser. Was machen wir jetzt? Sie ist genau hier vor der Tür, Mann! Abwarten, wir können abwarten. Abwarten, bis sie die Tür einschlägt und dann... Wo ist sie? Flexi? Ja? Wir haben jetzt schon über 10 Minuten gewartet, Mann, und die kommt nicht rein. Ich dachte, wir sind am Ende, Mann. Ich habe auch kein Klopfen mehr gehört. Wir müssen rausgehen und nachgucken, oder? Sollen wir nachschauen? Gehen wir schon. Komm, ich schau nach, Mann. Lucky, einmal rutsche runter. Zack. Sind wir so lange hier gewesen, Mann. Flexi, ich bin auf. Okay. Soll ich wirklich machen? Dann mach die Tür auf, Mann. Okay. Komm, gib mir die Kamera. Oh mein Gott, Mann. Mach auf, Flexi. Okay, die Kamera. Sicher. Mach auf. Okay, warte. Da ist nichts, Flexi. Da ist nichts, Mann. Kämen. Warte, Tom, halt, Tom, Mann. Hier ist wo ist Tom, Mann? Tom, was machen wir jetzt? Die ist irgendwo hier im Bus, wenn ihr eine Ahnung habt. Wir wissen nicht wo. Wir müssen leise sein. Leute, Mann, das ist vielleicht unser letztes Video, Mann. Lass mich weiter, Bruder. Wir müssen sie suchen und finden, Mann. Die muss hier raus, Mann. Ohne Spaß. Komm, komm mit jetzt. Kämen, Kämen, Kämen. Ach, du was Mann. Wir machen? Geh runter, oder? Runter, ganz runter. Ja, da war sie. Komm, los. Kämen, los, beeil dich. Was machen wir jetzt? Wir müssen weiter. Weißt du doch. Man sieht sie. Man sieht sie ganz genau. Guck mal, könnt ihr die sehen? Am Hauptquartier vom Eingang. Oh mein Gott. Wo ist der Eingang? Wo soll der hin? Nein, einfach. Okay, die kommt gleich da, die kommt gleich da. Mann. Da ist sie. Du musst uns verstecken. Ja, aber wie denn, Mann? Sie tut sich. Komm. Sie ist hier. Leute, die sieht uns nicht. Wir müssen leise sein. Seid ihr sicher, Mann? Ja, Mann. Wir sind hier eingesperrt. Alter, der hat nicht mal was Warmes an. Die chillt einfach nur hier so. Die kommt doch aus der Zukunft. Ich so ein bisschen gefickt, wenn die uns erzieht. Was machen wir jetzt? Rutsch! Flexi, mal rutsch! Rutsch da! Schnell! Hilfe! Schnell weg! Da ist sie! Wo sollen wir denn hin? Keine Ahnung! Da oben! Ich krieg euch noch! Warte, Flexi! Ja! Oh mein Gott, mach ich doch! Oh mein Gott, ich komm! Oh. Wir sind abgehängt, alles gut! Wieso? Ja, alles gut! Alter, siehst du jemals? Aber wie weit sind wir gerannt? Hier ist nichts! Alter, ich glaube, wir haben sie abgehängt! Bist du dir sicher? Hier ist weiter breit nichts, ey. Guck mal! Hier ist gar nichts! Schau mal! Wo ist sie? Nirgends, wo ist sie jemand? Hier ist einfach ist komplett! Was geht jetzt ab? Was machen wir richtig jetzt? Richtig krank, Mann! Aber das Problem ist, wenn wir sie nicht mehr sehen, heißt es nicht, dass sie nicht da ist. Sie kann trotzdem überall sein. Sie hat uns gefunden, obwohl wir die ganze Nacht draußen übernachtet haben. Hey. Uns da versteckt haben. Egal wo wir sind, sie findet uns. Ich glaube, sie hat einen Ortungschip, damit sie uns immer orten kann. Denkst du, wo ist dein Handy? Hast du Handy dabei? Nein. Ich auch nicht, Alter. Wie soll die uns dann orten, Mann? Ja, irgendein Chip. Das haben wir früher auch gemacht. Chip am Ohr oder so weiter, Mann. Perfekt, sie lass weitergehen, komm. Wir müssen echt weiter. Das ist viel zu heftig, Freunde. Die kann überall sein. Sollen wir zurück ins Hauptquartier, Flexi? Ja, ja. Bist du sicher? Wir müssen. Die kann uns doch orten. Wenn die hinter uns ist, Freunde, schreibt es unbedingt mal in die Kommentare. Heftig. Hey, Hauptquartier? Hauptquartier. Hey, keine Ahnung, wo das ist. Wir melden uns wieder, wenn wir beim Hauptquartier sind.
Boah. Alter Flexi, Mann, wir haben es geschafft, Mann. Wir sind wieder im Hauptquartier. Alter, was ist das? Oh mein Gott. Alter, hier ist alles voller Blut, Mann. Guckt euch das an. Roter Schnee. Was ist im Sommer? Was ist hier los? Was passiert hier? Was geht jetzt ab? Lucky, Mann, schön dich wieder zu sehen. Ja, alles gut, Mann, endlich auch. Ja, aber warum ist der Schnee voller Blut? Guck mal, Tom, was geht hier ab, Mann? Was ist da passiert, Mann? Heftig, Alter, Leute, Mann, das war bestimmt Mädchen Nummer 7, Mann. Die hat auch so eine rote Brille. Ja, aber die war doch hinter uns. Sie war doch hinter uns. Aber sie kann doch nicht hier sein. Aber wir sind abgehauen. Die konnte doch irgendwas hier machen im Hauptquartier. Die war doch alleine. Die konnte machen, was sie will hier. Ach, stimmt. Ey, Dann müssen wir reingehen und nachschauen. Vielleicht hat sie jemand begraben. Wir müssen hier nachschauen. Wir müssen jetzt hier schaufeln. Schnell, Flexi, helf. Oh mein Gott. Mach das doch weg alles. Geht nicht, Mann. Das ist alles voller Blut. Alles voller Blut, Mann. Was ist hier passiert? Wenn ihr das wisst, dann schreibt es mal jetzt in die Kommentare. Warum ist der ganze Schnee voller Blut? Keine Ahnung, Mann. Flexi, hier ist nichts. Ja, was machen wir denn alles? Rot, ihr seht's. Aber irgendwas muss hier passiert sein. Ja, wir können jetzt einen Schnee-Iglu bauen oder irgendwas, Mann. Und Nummer 7? Die ist immer noch irgendwo jetzt. Du hast recht. Lass uns reingehen, wir müssen es aufwärmen, Mann. Mir ist arschkalt. Gib einen Daumen nach oben. Wir haben keine Chance. Ich bin echt fassungslos, Mann, dass sie uns die ganze Zeit verfolgt hat. Ich kann's auch nicht glauben. Und ich weiß immer noch nicht, warum. Und warum da jetzt Blut im Garten liegt, Flexi, Mann. Das ist einfach heftig. Wie gesagt, Freunde, wenn ihr eine Idee habt, warum da Blut im Garten liegt, schreibt es mir jetzt in die Kommentare. Lasst uns aber jetzt erstmal einen geilen Tee auf diesen Schock trinken und aufwärmen. Und auf die Kälte. Es ist so kalt draußen. Ich habe hier verschiedenste Teesorten. Früchtemischung, feinster grüner Tee oder einen persischen Granatapfel. Auf was hast du Bock? Früchtemischung nehme ich. Früchtemischung? Ja. Bitteschön. Ich habe den persischen Granatapfel. Da habe ich richtig Bock drauf. Wo ist das Wasser? Das kocht schon, Mann. Aber Wahnsinn, Wahnsinn. Mädchen Nummer 7 ist einfach krank, oder? Was meinst du, Tom? Ja, nee, die hat Kräfte ohne Ende. Ihr ist nicht kalt. Sie hat einfach alles. Sie ist so schnell. Sie ist immer da, wo wir sind. Wie gesagt, die verfolgt uns. Und ich glaube immer noch, dass sie uns ortet. Das müssen wir uns auch hinterher fragen. Wir müssen unsere Kleider eigentlich zerstören, Mann. Vielleicht sind hier Chips verbaut. Du weißt Chips, du meinst? Ortungschips, oder was? Weiß ich doch nicht. Das kann sein. Leute, was meint ihr? Egal, vielleicht jetzt wärmen wir uns erstmal ein bisschen auf und kuscheln, oder? Ja, Tee ist immer gut bei der Kälte, oder? Nehmen wir mit und jetzt setzen wir uns gemütlich auf die Couch mit einer warmen Decke. Ein bisschen aufwärmen, bevor Nummer 7 kommt. Flex, es gibt doch nichts Schöneres als einen schönen warmen Tee, Mann. Kuschelige Decke, Freunde. Das stimmt, Mann. Lucky, so macht man sich warm. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, ob ihr auch Tee trinkt oder eher Kaffee trinkt. Tee, auf jeden Fall. Gell, Lucky? Tee. Ich bin auch eher der Tee-Typ, ja. Lucky und möchte sich auch ein bisschen aufwärmen, Freunde, Mann. Aber wir müssen jetzt echt diskutieren, was machen wir mit Number 7, Nummer 7, das Mädchen überhaupt. Ich glaube, Lucky will, dass du deine Mütze ausziehst. Meine Mütze, ja, kann ich mich ausziehen. Gerne, gerne, gerne. So. Alles klar. So, bitte schön, Lucky. Aber was machen wir jetzt? Wir müssen uns einen Plan machen. Ich weiß nur, dass wir den Chip suchen müssen, Flexi, der irgendwo an uns dran ist. Das kann doch nicht sein. Ja, Cayman, du hast vollkommen recht. Wie soll sie uns denn sonst orten, Mann? Sonst weiß sie auch, dass wir hier sind, Mann. Die Jacken ausziehen, Flexi. Bist du dir sicher? In den Jacken drin, Mann. Hier ist so viel Feder. Ja, aber überall, das kann überall sein, Mann. Auch in so Merch, in unser Merch kann das sein. In unserem Merch kann es nicht sein, Leute. Der ist richtig krass, Mann. Da ist auf jeden Fall nichts drin. Der ist 100% legit, Mann. Sicher? Ja, okay, wo ist dieser Chip? Deine Jacke, Mann. Immer noch deine Jacke. Ja, der kann überall sein. Ja, aber es bringt doch nichts, wenn die Jacke hier ist. Dann leuchtet der Chip trotzdem. Alter, was ist sie? Bist du dir sicher? Alter, wer klingelt denn sonst, Mann? Wir haben nichts gesehen. Ja, aber ist sie so krass und so psycho, dass sie hier klingelt und nicht einfach kommt? Wer ist das? Mann. Oh mein Gott. Los, schau doch nach, Mann! Schau doch jetzt nicht nach, Mann, bist du verrückt? Wir müssen es wissen! Wenn sie es ist, müssen wir uns vorbereiten! Ich hab eine Idee, wir schauen aus dem Fenster. Hier aus dem Fenster! Muss aber leise sein. Gib mir her, Tom, gib mir her. Und seht ihr was, Freunde? Könnt ihr was sehen? Mann, das ist nichts, Flexi, da sieht man nichts. Ist da nichts, aber wer klingelt? Du hast es doch gehört! Ihr habt's gehört, du hast es gehört, ich hab's gehört! Da muss jemand sein! Verdammt, gehen wir mal nachgucken vorne, komm mal hier. Flexi, vorsichtig, Mann. Siehst du was? Da ist niemand, oder? Heute ist jemand. Aber wer hat dann geklingelt? Wir müssen aufmachen und nachschauen, oder? Ja, natürlich. Seid ihr bereit, Freunde? Ja. Dann schauen wir nach. Auf Daumen nach oben. Flexi, geht schon zur Seite. Eins, zwei, drei. Oh mein Gott, aber wir sind extra im Hauptquartier wieder zurück, wissen aber nicht, wo Mädchen Nummer 7 ist. Wir kamen hierher, es hat geschneit, sie hat uns vertreibt, jetzt ist kein Schnee mehr draußen. Was geht eigentlich ab, Freunde? Ich weiß es nicht, so ist die Welt. Verrückt, crazy. Wisst ihr, was noch verrückt ist, Freunde? Auf unserem Zweitkanal Cayman und Flexi haben wir Turning Red Ming Li angerufen. Um 3 Uhr nachts, wenn ihr die Folge sehen wollt, klickt jetzt hier oben drauf. Es war viel zu krass, Leute. Schaut, die Folge war richtig krass. Doch, so viele Augen, so viele Turning Red. Und das war eigentlich ein geiler Kinofilm, aber nicht um 3 Uhr nachts, Mann.
bitte. Teil und Nacht, ihr wisst niemals schauen. Heftig Flex. Wir machen es. Ihr habt aber in die Kommentare geschrieben, dass wir den Spieß umdrehen und Mädchen Nummer 7 jagen. Und das ist eine richtig krasse Idee. Aber wie finden wir die Mädchen Nummer 7? Hilfe, ihr habt uns nämlich in die Kommentare geschrieben, wo sie sich exakt befindet. Also genaue Koordinaten. Und deshalb gebt jetzt mal ein Video, ein Like. Und schreibt in die Kommentare, wo genau sich Mädchen Nummer 7 befindet. 1, 2 oder 3. Schreibt einfach jetzt 1, 2 oder 3 in die Kommentare. Egal was. Je nachdem, welche Zahl ihr in die Kommentare schreibt, werden wir sie suchen gehen. Was hältst du davon? Das ist die beste Idee des Jahres. Wir jagen sie und sie nicht uns. Weißt du was, ich schreibe jetzt selber mal, glaube ich, 3. Wenn wir nicht ganz aufgeschmissen sind gegen Mädchen Nummer 7, werden wir uns richtig krass ausrüsten. Damit wir auf keinen Fall verlieren werden. So gut ausgestattet fehlt uns nur noch eins, und zwar die Adresse von Mädchen Nummer 7, welche ihr uns in die Kommentare geschrieben habt. Und das ist eine sehr, sehr gute Idee. Schreibt immer noch weitere Kommentare, wo sie sich befinden kann. Hier. Wir wollen sie jagen. Wo? Sarah zum Beispiel Saphir Abonnierstraße 35 hingeschrieben. Hey, das ist gar nicht so weit weg von der hier. Der Nächste schreibt aber am Probstpark Spielplatz Nummer 38. Was? Das ist wiederum was ganz anderes. Yannick Müllerweg 35. Heftig, Mann. Was schreibt der? Sollen wir alle abklappern? Das wäre ein 1, ja, aber das wäre ja eine richtige Jagd. Das wäre eine richtige Flucht, Mann. Ich würde sagen, wir schauen erstmal in der Saphir Abonnierstraße nach. Und eins nach dem anderen. Irgendwo muss sie sein. Seid ihr bereit, Leute, Soldaten? Seid ihr bereit? Auf geht's. Flex, wir müssen Mädchen Nummer 7 suchen. Ja. Zack. Einfach hier die gute Stücke Anlage rein. Zack. Dann würde ich mal sagen, let's go. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja. Klar, Flexi, Mann. Das hier ist die Saphir Abonnierstraße. Freunde, wir sind jetzt hier endlich da. Das heißt, das Mädchen muss hier irgendwo sein. Muss hier irgendwo sein. Da müssen wir uns jetzt ausrüsten. Geht her, geht her, geht her. Hier. Oh mein Gott, Flexi. Fenster runterbleiben, ja? Fenster runter? Alles klar. Das heißt, sie muss hier irgendwo sein. Siehst du schon was, Flexi? Ich sehe doch gar nichts. Wo ist sie? Ich sehe sie nicht, Flexi. Hast du irgendwas? Nein, Mann. Sie ist hier nirgends. Freunde, wenn ihr sie seht, lasst es uns mal wissen. Und lasst ein Like da. Weißt du was, wir suchen woanders. Oh. Alles klar, Flexi, Mann, hier ist sie nicht. In der Straße Saphir Abonnier ist sie nicht, Mann. Nummer 1 war es nicht, Leute. Dann müssen wir jetzt ab zur Nummer 2. Wir müssen sie finden. Wir fahren da sofort hin, Mann, nach dieser roten Ampel. Leute, habt ihr sie gesehen? Habt ihr sie gesehen, Mann, die Mädchen Nummer 7? Wo Flexi, ist sie? Let's go. Oh. Mann, Flex, ich sehe niemand. Siehst du jemand? Nein, Mann, Mädchen Nummer 7 ist nicht da. Hey, aber da ist jemand. Vielleicht kann er uns helfen. Okay, warte, wir fahren dann hin und fragen. Komm, steigen wir aus. Ja, wir fragen. Auf geht's. Schnell, da ist jemand. Da ist jemand. Ja, auf geht's. Mann, ich bin gefahren. Entschuldigen Sie, der Herr. Haben Sie Mädchen Nummer 7 gesehen? Was? Wie? Nochmal. Hallo? Mädchen Nummer 7. Guck mal, dem wurde wehgetan, Leute. Seht ihr das? Das war Mädchen Nummer 7. Alter, wir sind hier auf der richtigen heißen Fährte. Los, auf, wir müssen weiter. Schnell rein mit dir. Los, los, los. Mann, das war wieder viel zu knapp, Flexi, Mann. Wir hatten sie fast. Aber wir sind auf der richtigen Spur. Wir sind auf der richtigen Spur. Wo kann sie sein, Freunde? Schreibt sie. Überall kann sie sein, Mann. Hey, Leute, wo ist sie denn? Cayman! Was? Cayman, da ist sie. Gib mir mal die Kamera, Tom. Oh mein Gott. Mein Gott, du hast recht, Flexi, das ist Mädchen. Das ist sie, das ist sie! Leute, ich kann dich fassen. Was machen wir jetzt, Cayman? Natürlich. Ja, dann los! Cayman, was machst du da? Los jetzt, hinterher, Mann! Da ist sie! Da ist sie! Oh mein Gott! Da ist sie, Freunde, Mann! Flexi? Da ist sie! Brauchst du nicht um die Folge, Mann, Flexi? Ohne Auto? Alter! Ohne Auto, Mann! Wir sollen ohne Auto, ohne Auto! Was, wir steigen aus. Wir steigen aus. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, Flexi, Mann. Da ist sie, Mann. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Oh mein Gott, ja, komm. Wir sind ganz klar auf der Spur. Ja, okay. Was machen wir jetzt? Schreibt mal jetzt in die Kommentare, was wir machen sollen. Und gebt einen Daumen nach oben. Du hast ein Scharfschützengewehr, Mann. Was heißt das? Leg dich da auf die Straße und fang an. Ich habe aber nur einen Schuss. Oh mein Gott. Gib jetzt einen Daumen nach oben, wenn ich es jetzt schaffen soll. Hast du sie im Zielfernrohr? Ja, ich hab sie, Cayman. Okay. Oh mein Gott. Sag gute Nacht, Mädchen Nummer 7. Nein! Was machst du? Schieß! Ich hab sie verfehlt! Nein! 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 Ich treffe sie nicht! Maximal!
Mann! Verdammt! Was ist? Ich hab sie nicht getroffen! Oh mein Gott, Flexi, die ist weg, Mann! Oh nein! Wie kannst du die denn nicht treffen, Mann? Nächstes Mal gibst du mir den Sniper, Mann! Sie ist weg! Was machen wir jetzt? Jetzt fängt alles wieder von vorne an! Sie ist ja echt nicht mehr, Leute! Verdammt, mal, Flexi, weißt du was? Ab zurück ins Hauptquartier, kommt mit! Komm, auf, schnell! Beeilt euch! Komm rein! Wieso ist die entwischt wieder? Weiß ich nicht, Mann, wir fahren. Los, Mann. Wir haben jetzt eure Briefe für den Weihnachtsmann so richtig gut versteckt, sodass es keiner finden kann. Keiner kann die mehr finden. Und wenn wir es vergessen, finden wir sie auch. Wir sind im Hauptquartier, wir müssen es merken. Der Wagen. Leute, Leute, Leute. Was übrigens? Das ist noch übrig. Aus unserem 24 Stunden durch Weihnachtswitzigkeiten essen. Klickt jetzt da oben drauf und schaut auf. Schaut auf. Jetzt los. Zehnfache, glaube ich. Hier ist nur Schokolade. Für was? Wir? Es ist für uns. Hast du was bestellt? Ich hab das nicht. Ich stelle mich in diesem Ausmaß. Das ist ja nicht. Alter. Alter, ist das schwer. Was ist das? Da ist der Stoppsauger. Junge, Junge, Junge. Hä? Oh. Alter, das ist Zeit, Leute. Ich hab wohl gerade sagen, Nummer 7, Mann. Der war noch da drin. Seht ihr das? Guck mal her. Wir haben den eingesaut in der letzten Folge. Schaut sie euch an, weil ihr nicht gesehen habt. Der ist hier oben rechts. Das Ganze. Alter, ich kann nicht mehr schauen. Der sich befreien können. Weißt du, was das alles kann? Der mich zerteilt, der hat sich wieder zusammengestellt. Das ist riesig, so groß wie der ganze Tisch. Der hat sich befreit. Gib mal jetzt einen Daumen. Du weißt, was das bedeutet. Dieses riesige Paket. Wenn sie uns drohen, wir müssen jetzt öffnen. Dann schreibt jetzt öffnen in die Kommentare. Schreibt jetzt öffnen in die Kommentare. Flexi, das kann doch nicht sein. Der Schuh versteckt. Wir könnten die Stunden suchen, wenn wir so weit machen. Der ist doch so klein. Ja, Lucky ist auch bereit. Wir müssen irgendwie zu uns Wir haben doch noch so viele Süßigkeiten von unserer 24-Stunden-Folge. Wir haben es euch doch gerade gezeigt. Ja, was hältst du davon? Ja, wir locken den mit Keksen, Schokolade und Milch. Stimmt, der Weihnachtsmann mag das auch. Vielleicht mag das auch und die Chef dann auch. Dann stellen wir den Kopf drüber, ziehen an der Schnur und Hölzchen und dann zack, gibt's. Ah, Süßigkeiten unter den Topf. Ich hab gar nichts angelockt. Ja, das ist gut bauen wir. Komm. Rahmen. Hier sind die Süßigkeiten, Flexi. Ich hab einen Topf. Unsere Schnur, da passt auf jeden Fall rein. Das ist gut. Ihr könnt uns live am 7. Mai um 15 Uhr in Böblingen schreiben. Schokolade für den Elf. Und das Beste ist, zusammen schauen wir danach den Film wie eine Magier. Und wenn jetzt der Elf reingeht und die Schokolade holen will, zack, und wir haben ihn gefangen. Perfekt, Flexi, dann mal aufbauen unsere Falle. So, das hält, Flexi, lass uns da bauen. Um die Ecke. So, wir haben jetzt alles vorbereitet. Jetzt können wir nur noch abwarten, bis der Paket kommt. Paket im Paket. Nochmal öffnen. Sollen wir das öffnen? Ja, nochmal ein Like für uns und öffnen wir's. Schokolade, Mann. Nicht nochmal, Mann. Paket im Paket im Paket, Mann. Was ist das hier? Jemand will uns verarschen, glaube ich. Komm, hol mal sein. Das raus und mach die große Welt. Team, 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 Da ist eine Kamera hier drin! Was passiert? Ja, aber wo denn? Guck mal raus. So viel! Mein Gott, schnell! Was ist da? Was ist denn? Nein. Hör mal auf, lass uns das Video sofort ab. Was ist denn da? Guck selber rein. Von Nummer 7! Das ist viel zu heftig. Ich hab dir gesagt, wir hätten dich nicht verärgern dürfen. Jetzt schickt ihr uns raus. Die Brille von Mädchen Nummer 7. Weißt du, was noch viel krasser ist? Wir haben jetzt passend zu Ostern ein richtig krasses Video von dem zweiten Kanal hochgeladen. Liegt hier oben drauf 5 echte Osterhasen aufgenommen auf Kamera. Es ist so krass, Leute. Schaut euch das an. Das sind echte Osterhasen in Real Life. Was sollen wir machen? Aber was machen wir jetzt? Habt ihr eine Idee? Dann schreibt es mal in die Kommentare, was wir jetzt machen sollen. Abonniert nochmal unser Ich check alles nicht. Du weißt was. Machen wir einen riesen Elf von Bescheid.
sollte sie eigentlich aufziehen. Ich würde sagen, wir müssen nicht aus der Treibbrille aufziehen. Und die perfekt passt, würde ich sagen, sie sich auf. Toll. Das soll ein Fett sie. Wisst ihr was? Schreibt jetzt mal Brille in die Kommentare. Und das Argument hier ist natürlich richtig krass. Ihr habt schon eine Brille. Ich weiß auch nicht. Was ist, wenn ich zum Mädchen Nummer 7 werde? Alter, das wäre krass, Mann. Das wäre eine Transgender-Transformation. Dann setzen wir uns, dass du mich festhalten kannst. Alter, dann bist du einfach nur noch ein S. Perfekt. Cayman, bist du bereit? Ich bin bereit, Flexi. Aber die wichtigere Frage ist, bist du bereit? Mann, du weißt ja nicht, was passiert, wenn du die Füße aus mir mach ich das. Okay, ich zieh sie jetzt auf. Okay. Flexi, was ist los? Was ist los, Flexi, Mann? Was siehst du? Was siehst du, Mann, Flexi? Was ist hier los? Ist hier ein Parkhaus? Was treibt der da? Ich dachte, das ist ein Parkhaus. Jetzt sind wir in seinem Zimmer, Mann. Leute, ich dachte, der kann... Was geht jetzt ab, Mann? Was will er in dieses Zimmer kommen? Was geht jetzt ab? Ich war gar nicht mehr hier. Ich stand in einem Parkhaus. Ich stehe in einem Parkhaus, wenn ich die Brille aufhabe. Überkrass. Ja, kein Witz. Ich bin nicht mehr hier in dem Raum gewesen. Ich war in einem Parkhaus. Ihr habt doch sicherlich gesehen, was Flexi... Blendet euch doch nicht mehr. Was heißt das? Was bedeutet das? Ist das eine neue Dimension oder was? Das ist nur aktiv, Mann. Du musst sie unbedingt anziehen, Flexi. Du hast sie aktiviert. Und Flexi, Mann, was siehst du? Was siehst du, Flexi? Sie ist Nummer 7, ja! Oh mein Gott, die steht in dem Parkhaus! Wie du siehst, aus der Perspektive, du siehst genau das, was Nummer 7 sieht! Ja, ich bin ihre Augen! Oh mein Gott, was macht sie? Ich sehe alles, was sie sieht! Was macht sie? Sie läuft rum im Parkhaus! Jetzt? Was macht sie? Sie schaut sich um! Ich habe keine Ahnung, ich glaube, die sucht jemanden! Sie läuft weiter und weiter! Moment mal! Jetzt schaut sie gerade aus dem Fenster! Und dann blickt sie sich um! Bin ich das jetzt oder ist das Nummer 7? Zieh sie ab, Mann! Was geht ab, Alter? Wie, du hast gesehen, die guckt irgendwie sich um im Parkhaus. Das ist wie ein Psychofilm, Mann! Als wie, wenn ich sie wäre oder sie ich es. Ich habe keine Ahnung, sie ist im Parkhaus. Wenn du diese Brille aufziehst, siehst du durch die Augen von Mädchen Nummer 7. Du siehst genau, was sie ist. Ich bin ihre Augen von Mädchen Nummer 7 aus dem Zug. Wir haben uns fertig zu machen, wenn wir sehen, wo sie hingehen. Wir wissen ganz genau, was sie sieht. Und wir wissen auch, was sie macht. Gib mir dafür jetzt mal einen fetten Like. Was sie macht, was sie vorhat, was sie als nächstes plant. Ich sehe nicht aus hier drin. Genießt diese Nummer, aber sehr anstrengend. Ist das ein Fahrstuhl? Sie erzählen uns alles, was in unserem Zimmer geschieht. Stimmt. Oh mein Gott, sie fängt an zu rennen. Sie rennt zum Ausgang. Sie ist auf Ebene 1. Sie macht die Tür auf. Was macht sie jetzt? Jetzt ist sie im Treppenhaus. Jetzt läuft sie runter vom Parkhaus. Oh mein Gott, jetzt ist sie raus aus dem Parkhaus gegangen. Nein, ich habe nur gesehen, sie war Ebene 1. Sie ist runtergerannt und jetzt aus dem Parkhaus raus. Sie ist auf irgendeiner Mission. Was machen wir jetzt? Wir suchen was und greifen uns nicht an. Wir haben so anstrengend diese Brille. Okay, zwei wichtige Sachen, aber jetzt an Weihnachten haben wir eine einzige wichtige Sache in dem Haus. Sie läuft jetzt auf irgendeiner Straße auf dem Gehweg geradeaus und schaut sich die ganze Zeit um. Die sucht der Flexi, die sucht. Nein! Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ich glaube, das ist jemand. Gibt es drei neue Designs in unserem Mädchen und davon zwei strenge mit um die Ecke. Weihnachten. Einmal Lucky in der Schneekugel. Da steht jemand und als Kinder. In verschiedenen Farben, auch in deiner Lieblingsfarbe. Und das zweite streng limitierte Design ist unser legendärer Schau, was wieder an der Tag gehört. Das ist Jetzt gerade mit Game Master. Wenn das live ist, Flex, dann muss ich sofort die Brille wieder auf. Ich sehe alles, was sie sieht. Das sieht aus, dass man passt. Stimmt, oh mein Gott. Oh mein Gott, sie läuft immer weiter. Hier steht sie genau vor Game Master. Hier gibt es natürlich noch eine handsignierte Autogrammkarte von uns beiden dazu. Also geht jetzt in den Shop und bestellt das streng limitiert. Wenn sie weg sind, sind sie weg. Also beeilt euch schnell. Bekommen und läuft einfach weiter die Straße entlang. Sie hat Flexi. Die läuft einfach weiter die Straße entlang. Game Master war da und hat mit Nummer 7 geredet. Sie haben geredet und Game Master hat Mädchen Nummer 7 was gegeben. Ein USB-Stick. Ich hab's ganz deutlich gesehen. Und was hat der gesagt? Irgendwie, dass die Mission... Die Mission ist beendet?
Hier ist irgendwas für dich, dieser USB-Stick. Ich habe das, was so rauscht, ich habe nicht alles gehört, Mann. Flexi, Mann, Flexi, wir müssen da eigentlich... Wir brauchen den USB-Stick. Das brauchen wir. Ja, das ist vielleicht Geheimnis von Game Master. Hat er gesagt, nicht für Cayman und Flexi, oder was? Doch! Und deshalb, wir müssen ihn haben, wir müssen diesen USB-Stick holen. Weißt Der ist für uns bestimmt. Weißst du was, Flexi, diese Brille finden wir doch ganz genau raus, wo können wir doch Nummer 7 bestimmt. Lass uns ins Auto gehen und sie suchen gehen, oder? Ich zieh sie auf, du fährst! Freunde, was haltet ihr davon? Und wir holen jetzt Mädchen Nummer 7 und den USB-Stick. Let's go! Wir sind jetzt auf dem Weg zu Mädchen Nummer 7. Flexi, siehst du sie noch? Ist sie irgendwo? Ja, ich sehe sie noch. Und sie macht gerade gar nichts. Moment mal. Jetzt bleibt sie stehen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Okay, alles klar, Freunde. Wir fahren da sofort hin und dann holen wir uns diesen USB-Stick, den wir gesehen haben oder den Flexi gesehen hat. Auf geht's. Wo lang, Flexi, Mann? Wo lang? Geradeaus! Ich sehe es geradeaus! Halt, stopp, stopp, stopp! Was ist? Rechts jetzt! Rechts? Jetzt rechts! Hier, oder was? Ja! Okay. Ganz sicher, rechts! Oh mein Gott! Flexi, Mann! Du hast recht! Ja, da ist Flexi. Sie! Leute, aber das ist ein Privatgrundstück, Mann! Egal, wir Komm, brauchen den USB-Stick! Mann, hast du sie? Das Mädchen Nummer 7, Alter! Da ist sie! Was soll man machen? Nicht weiter sie wieder. Okay. Und dann? Dann steigen wir aus, oder? Dann brauch ich die Brille nicht mehr. Flexi, da ist sie, Mann! Steigen wir aus, Tom, stopp! Wir steigen raus! Komm, da ist sie, Mann. Komm mit. Mädchen Nummer 7! Mädchen, wir wissen, dass du einen USB-Stick hast. Von Game Master. Nein. Wie nein? Nein. Gib uns den USB-Stick. Wir haben es ganz genau gesehen durch deine Brille. Bleib stehen! Steh bleiben, Mädchen Nummer 7! Wo ist der USB-Stick? Such sie, Flexi. Ja, wo ist der USB-Stick? Mann. Cayman! Alles gut, Flexi. Folg ihr, Mann. Ich folg dir. Mädchen, bleib stehen. Hey man! Wohin willst du? Wo ist der USB-Stick? Wo? Ich weiß nicht. Wo ist der USB-Stick? Ich hab ihn! Bleib stehen! Komm, wir haben den USB-Stick. Schau. Bleib stehen oder ich mach ihn kaputt. Ja, den USB-Stick. Ja, wir haben den USB-Stick. Was willst du von uns? Nicht für euch! Stopp, das ist für uns. Wir haben es gesehen durch Flexi. Es ist vom Game Master. Du hast es vom Game Master bekommen. Er hat gesagt, nicht für fast wir, Mann. Nicht genau, für uns. Und wir sind was wir. Cayman und Flexi, gib mal jetzt einen Daumen nach oben. Was willst du? Was ist hier drauf? Das ist mein Geheimnis. Nein, bleib stehen. Tom, geh schon mal zum Auto, Tom. Okay. Flexi, wir rennen gleich. Willst du einen USB-Stick haben? Okay, hier, willst du einen USB-Stick haben? Willst du ihn? Nein, Flexi, nein! Tom, rein ins Auto, schnell! Halt dich! Komm, ich muss rückwärts fahren! Stopp hier, wohin? Das sagt das hier! Ritus! Komm hinter uns, guck mal, wir kommen nicht weiter! Verdammt, das geht nicht! Sackgasse, was machen wir jetzt? Sie hat uns! Weißt du was? Leg den USB-Stick, tust du mit dem Hier! Oh mein Gott, wir haben ihn! Wir haben den USB-Stick, Mann! Wir müssen jetzt sofort gespannt an den PC und das reinstecken. Ich will wissen, was da drin ist! Auf geht's los! Wir haben hier den USB-Stick und diesen stecken wir in unseren High-End-Gaming-Rechner. Oh mein Gott, Flexi. Geheimnis! Hier steht's dran. Hier ist ein Ordner, der heißt Geheimnis. Sollen wir den öffnen? Ja, ich will wissen, was drauf Drei, ist! 3, 2, 1! I can be a hero, baby. I can kiss away the pain, and I will stand by you forever.